herzlichen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Witterungsverhältnisse sind optimal. Wir hatten vorgestern gefühlt 45 Grad und 85% Luftfeuchtigkeit. Gestern vielleicht 3 Grad weniger. Und heute finde ich es eigentlich ganz angenehm. Die WM hat noch nicht begonnen und Sie sind alle da. Wunderbar, sehr schön. Ich hatte das große, große Vergnügen, mit den drei Herren schon einstimmend mich auszutauschen. Und ich kann Ihnen sagen, es wird mit 150%iger Garantie ein Salon, der in die zur Exzellenz-Universität passt, die Herr Professor Mainzer ja auch vertritt. Und ich will gar nicht lang reden. Ich will mich entschuldigen, dass wir das letzte Mal den Salon, die Kurse für eine gelassene Lebensführung, geswitcht haben. Aus organisatorischen Gründen haben wir da mit der School of Life kurzfristig kooperiert. Das machen wir diesmal sicher gut. Und danke, dass Sie da sind, dass Sie zuhören. Und wie immer, bitte Fragen stellen im Anschluss. Die Diskurse sind uns wichtig. Wir wollen in Austausch kommen und so tolle, kompetente Menschen hat man nicht jeden Abend zur Verfügung, zumindest ich nicht. Insofern herzlichen Dank für Sie drei. Die Vorstellung werden Anselm Bilgri und Dr. Niklas Böckel übernehmen, für deren Unterstützung unseres tollen Salonprogramms ich mich auch nochmal explizit bedanken will. Langjährige Kooperation, die mich sehr glücklich macht. Und schon höre ich auf. Tausend Dank. Lieber Herr Mayer, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Wer ihn nicht kennt, ist der Hausherr Dr. Stefan Mayer, promovierter Volkswirt, wie wir eben erfahren haben, und Bäckermeister. Also das muss man mal zusammenbringen. Und Konditor. Und auf seine Initiative gehen diese Veranstaltungen hier im Haus zu. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man in einer Konditorei, in einem Café so hochkarätige, ja, zum Teil philosophische, technische oder wie heute Diskurse für eine gelassene Lebensführung durchführen kann. Etwas näher rangehen? Wunderbar. Danke. Ja, ich darf mich kurz vorstellen, Anselm Bilgri, der Name ist schon gefallen. Wer mich nicht kennt, ganz kurz, ich war 30 Jahre lang Benediktinermönch, davon 20 Jahre lang Verwaltungschef im Kloster Andex. Wir haben hier zwar Andersbier im Haus von unserem Kollegen Prinz Luitpold aus Kaltenberg. Und ja, nach meinem Weggang aus dem Kloster habe ich mich darum gekümmert, wie kann ich Führungskräften in der Wirtschaft ein bisschen was von diesem 1500 Jahre alten Geist des heiligen Benedikt, der ein total spannendes und gut zu praktizierendes Führungshandbuch geschrieben hat. Das ist nämlich nicht nur für Klosterleute, sondern auch wirklich für jeden, der eine Organisation zu leiten hat und in einer Organisation lebt, recht praktikabel. Also werteorientierte Führung. Wir sind im Rahmen dieser Tätigkeit, habe ich den Nikolaus Birkel, der mit mir hier vorne sitzt, kennengelernt. Und wir haben beginnend im Jahr 2010 miteinander die Akademie der Muse gegründet. Muse ist ein etwas altmodisch klingendes Wort in unseren modernen Ohren. Worum geht es uns? Wir wollen Menschen helfen bei der Beschleunigung des modernen Lebens, diese Beschleunigung auch zu bestehen. Und deswegen haben wir verschiedene Formate, wo wir das miteinander praktizieren und durchführen. Unser Flaggschiff sind die Tage des Innehaltens. Das sind 4 Tage, meistens in Südtirol, wo wir meditieren, Zeiten der Stille haben, Impulse geben, wandern und Südtiroler Kulinarik gemeinsam genießen. Dazu gibt es in München alle 2 Monate ein Symposion. Es ist eine alte, antike Form der Muse, wo man am Abend zusammensitzt, Wein trinkt und über ein Thema spricht. Nach einem bestimmten Ablauf, den wir von den alten Griechen übernommen haben. Und als Dritter schließlich hier den Diskurs für die gelassene Lebensführung im Salon Luitpold. Ich darf Sie daran vielleicht nur ganz kurz im Namen der Akademie noch darauf hinweisen, es wird ein Klemmbrett herumgehen, wo Sie sich, wenn Sie wollen, dafür interessieren können,
unseren Newsletter von der Akademie der Muse zu bekommen. Also diese Art, wie wir das aufführen, entspricht hoffentlich der EU-DSGVO, die wir alle in den letzten Wochen zur Genüge kennengelernt haben. Ja, in diesem Sinn darf ich weitergeben an Dr. Birkel. Ja, vielen Dank, Nikolaus Birkel. Die Akademie der Muse ist vorgestellt. Ich selbst will mich kurz vorstellen. Ich habe zwei Berufe, die ich auch beide ausübe. Ich bin zum einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht, habe also Jura studiert und bin in einer mittelständischen Kanzlei für Städtebaurecht tätig, also ein sehr exotisches und unter Juristen auch seltenes Fachgebiet. Aber mich hat immer interessiert, wie menschliche Beziehungen funktionieren und letztlich wie auch die Beziehung zu uns selbst, von jedem zu sich selbst funktioniert, ob es da Regeln gibt, welche Regeln es gibt. Jedenfalls die Juristen leben in so einer überhöht dualistischen Welt und ich habe gemerkt, dass das zu kurz gesprungen, zu kurz gegriffen ist. Ich habe mich deswegen sehr mit der Systemtheorie von Niklas Luhmann befasst und bin heute nach einer mehrjährigen Ausbildung in Systemtheorie und systemischer Organisationstheorie als systemischer Coach unterwegs und berate in der Wirtschaft und auch Einzelpersonen in Veränderungsprozessen, wie das so viele Coaching-Kollegen tun. Aber ich habe mich in dem Bereich eben sehr stark auf den Fokus spezialisiert, die Wirklichkeiten, die jeder von uns bildet, näher zu beleuchten und zu dechiffrieren. Und zu diesen Wirklichkeiten zählt auch die Bedrohung durch künstliche Intelligenz, wie sie jetzt aller Ordens im Raum steht und ob die so groß ist und wie groß sie ist, darüber wollen wir heute reden. Aber zunächst steht es mir an, Klaus Mainzer, Professor Dr. Klaus Mainzer vorzustellen. Er ist Wissenschaftsphilosoph und arbeitet über Grundlagen und Zukunftsperspektiven von Wissenschaft und Technik. Bekannt wurde er so, da haben wir uns eigentlich kennengelernt, da warst du vor allem Komplexitätsforscher, hast dich sehr viel schwerpunktmäßig mit komplexen Systemen, Algorithmen, aber auch schon künstlicher Intelligenz befasst. Professor Mainzer studierte Mathematik, Physik und Philosophie an der Universität Münster, hat dort über Philosophie und Grundlagen der Mathematik promoviert und sich in Philosophie habilitiert. Bevor er jetzt an den Lehrstuhl für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der TUM hier in München und an die Karl-von-Linde-Akademie berufen wurde, das war 2008, war er Professor und Prorektor von 1981 an der Universität Konstanz und war dann Professor und Gründungsdirektor des Instituts für interdisziplinäre Informatik an der Universität Augsburg. Und da haben wir uns kennengelernt damals. Das war von 1988 bis 2008. Er war Gründungsdirektor des Munich Center for Technology in Society und ist seit 2016 Emeritus of Excellence. Er hat Bücher veröffentlicht, die Berechnung der Welt, von der Weltformel zur Big Data, künstliche Intelligenz, wann übernehmen die Maschinen, vorletztes Jahr bei Springer erschienen, und Information, Algorithmus, Wahrscheinlichkeit, Komplexität, Quantenwelt, Leben, Gehirn, Gesellschaft. Also Sie sehen schon, da erwartet uns heute einiges.
Die Akademie der Muse hat eine Besonderheit oder etwas, was sie ein Merkmal, das sie immer übt, nämlich einen Moment der Stille. Sie sehen hier ja beide Symbole, das Symbol des Café Luitpold und das der Akademie der Muse. Und so möchten wir Sie auch heute einladen, bevor wir ins Gespräch einsteigen, einen Moment der Stille mit uns zu wahren. Künstliche Intelligenz. Gestern habe ich in der Süddeutschen Zeitung, wie vielleicht viele andere auch, dieses Statement von Stephen Cave gelesen, von der University of Cambridge, der im Wesentlichen sagt, wir haben bisher die Welt so gestaltet, dass die intelligente Seite der Welt die nicht intelligente Seite der Welt beherrscht, aber bis hin zu bedroht. Und so sieht er die Intelligenz mit einer dunklen Seite und sagt, die Angst vor künstlicher Intelligenz kommt jetzt daher, seine These, dass wir fürchten, dass die künstliche Intelligenz intelligenter werden könnte als wir und dann uns beherrscht und langsam aussortiert. Er sagt am Schluss, natürliche Dummheit ist allerdings mehr als künstliche Intelligenz für uns das größte Risiko. Das möchte ich als kurze Einleitungsbemerkung nehmen und jetzt dir, Klaus, das Wort geben. Ja, vielen Dank. Also die letzte Bemerkung tröstet mich dann etwas, weil ich dachte, als ich dieses Zitat hörte, oh je, jetzt kommt the German Angst, jetzt auch the British Angst offenbar. Und das würde ich, muss ich ganz offen sagen, für verheerend halten. Denn meine Botschaft ist eigentlich genau umgekehrt mit Blick auf Akademie der Muse, fürchtet euch nicht. Denn auch KI, wenn man sie kennt und sich anschaut und geht in den Maschinenraum wirklich rein und schaut nicht nur, was im Feuilleton steht, der Zeitungen, dann weiß man, wie sie funktioniert und man kennt vor allen Dingen ihre Grenzen. Und da wir jetzt schon in Großbritannien sind mit deinem Zitat, ich würde einfach mal daran erinnern, wie diese Entwicklung zunächst losgegangen ist. Und das war auch ein großer Brite, der da am Anfang steht, natürlich viele andere auch, aber das ist wirklich signifikant. 1936 hat der britische Computerpionier Alan Turing, den kennen Sie vielleicht aus dem Film Simulation Game, der hatte damals, das ist 10 Jahre, bevor die ersten technischen, programmgesteuerten elektronischen Computer überhaupt gebaut wurde, als Mathematiker definiert, ich möchte sagen, ein für alle Mal, nämlich logisch-mathematisch, was überhaupt ein Computer ist. Und das ist ein sehr einfaches Konzept, das kann sich auch jeder vorstellen. Er sprach damals und illustrierte das mit einem Rechenband, das in Felder eingeteilt ist, die man mit Symbolen bedrucken kann, wie zum Beispiel 0 und 1. Und Sie wissen, 0 und 1, das sind unsere Bits. Und damit kann man jede Information kodieren. Die können also da auf dem Rechenband stehen.
Und dann nahm er an, dass dieses Band beliebig verlängert werden kann, je nach Bedarf, wie groß die Berechnungen sind. Und im Grunde ist es das schon. Sehr wenige Instruktionen sind notwendig. Mit diesem Konzept kann man bis heute jedes Smartphone, jeden Laptop und jeden Supercomputer simulieren. Es hat damals schon sein amerikanischer Lehrer Alonzo Church gesehen und eine These formuliert. Das war 1936. Er hat gesagt, jedes Computerprogramm, jeder Algorithmus, den man sich ausdenken kann, kann im Prinzip durch diese Turing-Maschine simuliert werden. Das ist diese berühmte Church, nach Alonzo Church benannt, These, und das ist das einzige Axiom, das die Informatik heute eigentlich benötigt, um darauf, neben den anderen mathematischen Axiomen, die gesamte digitalisierte Welt von heute aufzubauen, wenigstens theoretisch. Und das zweite wichtige Thema, jetzt künstliche Intelligenz, ist auch mit dem Namen Turing verbunden, denn Turing war der Erste, der 1950 zum ersten Mal eine Definition vorgeschlagen hat für künstliche Intelligenz. Und das ist der sogenannte Turing-Test, da werden Sie vielleicht schon mal von gehört haben. Und der Turing-Test besagt, eigentlich sehr anschaulich, ein System ist dann intelligent zu nennen, wenn es in seinen Antworten und Reaktionen nicht von einem Menschen zu unterscheiden ist. Und zwar durch eine Testperson, die verborgen hinter einem Vorhang etwa mit beiden, Mensch und Maschine, über ein Keyboard kommuniziert. Und so sehr ich den Turing, Sie merken das schon, seit meiner Dissertation damals verehre, hier konnte ich ihm nie folgen. Und zwar deshalb, weil in dieser Definition von Turing der Mensch zum Maßstab von Intelligenz gemacht wird. Und schauen Sie sich um, wenn Sie einen Hund zu Hause haben oder Katzen, oder schauen sich Tiere an, Organismen in der Natur, die lösen ihre Probleme vielleicht auf andere Art und Weise als wir, aber auf ihrem Gebiet durchaus cleverer als wir. Und wenn wir heute uns technische Geräte ansehen, dann beobachten wir Ähnliches. Und deshalb lautet meine Arbeitsdefinition eigentlich so, ein System sollte dann intelligent genannt werden, wenn es möglichst schwierige Probleme möglichst effizient und möglichst selbstständig löst. Sie sehen, es gibt nicht die Intelligenz, es gibt Grade von Intelligenz. Und die werden hier abhängig gemacht von ausgewählten Kriterien, die beobachtbar und messbar sind, wie etwa der Effizienz des Problemlösungsverfahrens, dem Grad der Unabhängigkeit des Systems, Probleme selber zu lösen, dem Grad der Schwierigkeit und so weiter. Arbeitsdefinition, habe ich gesagt. Wenn das nicht ausreichen sollte mit diesen Kriterien, können wir es gerne erweitern. Und schauen Sie sich einmal an, Beispiele für diese nach diesen Kriterien zu bemessene künstliche Intelligenz. Vor über 20 Jahren, das war also 1997, kam damals der Computer Deep Blue von IBM und schlug den Schachweltmeister. Werden sich einige noch daran erinnern. Und dieselbe Firma kurz drauf kam mit einem Sprachcomputer namens Watson. Und dieser Watson, der war also in der Lage, menschliche Champions bei einem Frage- und Antwortspiel im amerikanischen Fernsehen zu schlagen. Und wenn man sich das anschaut, was dahinter steckte, war das im Grunde so eine Art Turing-Maschine, jetzt aber mit linguistischen Algorithmen und für damalige Verhältnisse ein gewaltiger Speicher. Das war also die damals vorhandene Wikipedia. Nun, was haben wir heute? Heute haben vielleicht einige schon zu Hause ein Gerät dieser Größe namens Alexa, so eine Box, und verbunden mit dem Internet und macht schon dasselbe. Vielleicht haben sogar einige schon eine App auf ihrem Smartphone und können sich damit unterhalten. Und dahinter steht eine ganz wichtige Beobachtung, das ist das sogenannte Moore'sche Gesetz, wonach sich alle 18 Monate die Rechenkapazität verdoppelt, bei gleichzeitiger Verbilligung und Verkleinerung der Geräte. Und das ist bis heute eingetreten. Und was die künstliche Intelligenz betrifft, wenn wir uns ganz aktuelle Beispiele ansehen, das ging ja auch durch die Presse und einige werden es auch kennen, das war 2016 dann, kam Google mit AlphaGo.
Und diese Software war in der Lage, die Champions in dem asiatischen Brettspiel Go zu schlagen. Wobei Go durchaus komplexer ist als Schach, wer es kennt, aber das war nicht der Punkt. Der Punkt war, dass hier zum ersten Mal Lernalgorithmen zum Einsatz kamen, Lernalgorithmen nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns. Ja? Und die Google-Programmierer waren selber überrascht, wie schnell das System in der Lage war, die Spielweise zu verbessern aus den früheren Spielen. Hier war die künstliche Intelligenz durchaus an menschlichem Verhalten, Problemlösungen von Menschen orientiert, nämlich Lernen. Aber erinnern Sie sich an meine Arbeitsdefinition, die ist unabhängig von der menschlichen Art der Problemlösung. Ich schicke gleich ein anderes Beispiel hinterher, um zu zeigen, wie künstliche Intelligenz keineswegs am menschlichen Verhalten orientiert sein muss. Und das ist ein Beispiel aus dem letzten Jahr, diesmal kein großes Unternehmen, sondern eine der großen technischen Universitäten der USA, Carnegie Mellon University, kam mit einer Software, die also in der Lage ist, die Champions in Poker zu schlagen. Nun, was ist das Spektakuläre an Poker? Es geht nicht nur um das Spiel. Poker, das ist Entscheidung unter unvollständiger Information. Und das ist unser Alltag. Ja, das sind Unternehmensverhandlungen, das sind Verhandlungen bei Gericht, das sind Entscheidungen, die Mediziner zu treffen haben oder militärische Entscheidungen, Entscheidungen unter unvollständiger Information. Und man hat damals gedacht, also bei Poker, diese unvollständige Information, die versuchen wir zu kaschieren, indem wir unsere Intuition einsetzen oder streckenweise sogar unsere Emotionen, das berühmte Pokerface. Und deshalb dachte man, also bis die Software so weit ist, Gefühle zu realisieren, das ist Science Fiction. Und diese Software schlägt den Menschen, aber keineswegs, indem sie unsere Intuition oder unsere Emotionalität simuliert, sondern durch schiere Computerpower. Da steckt ein Supercomputer hinter, plus allerdings raffinierter Mathematik. Ich will jetzt hier nicht so weit in die Details gehen, es läuft darauf hinaus, dass ein Algorithmus diese Entscheidungsabläufe der vorherigen Verhandlung, sagen wir mal, durchforstet, sucht die Schwachstellen raus und minimiert diese Schwachstelle beim nächsten Mal. Ja, also im Grunde lernen, verbessern. Nur wenn der Algorithmus das stur machen wollte, und mit dem Supercomputer könnte man ja denken, der macht das nicht 10, nicht 100 Mal, nicht 1000 Mal, millionenfach. Das ist für einen Supercomputer kein Problem. Nur bei Poker gibt es 10 hoch 126 Möglichkeiten. Da gingen selbst unsere Supercomputer heute in die Knie. Und jetzt kommt etwas Mathematik aus der Spieltheorie und der Statistik. Man kann nämlich beweisen, dass in bestimmten Spielverläufen sich keine Gewinnchancen eröffnen, beweisbar. Das heißt, warum muss der Algorithmus darüber laufen und das durchtesten? Man schneidet diese Entwicklungsäste einfach raus. Die Amerikaner nennen das locker Pruning. Pruning kommt aus der Botanik, ja, die Bonsai-Bäume, schneiden wir Äste raus und bekommen damit einen Verhandlungsverlauf etwa, der tatsächlich mit heutigen technisch-physikalischen Computern machbar ist. Das ist der Maschinenraum, das ist alles. Ja? Das ist das ganze Geheimnis, warum Menschen in Poker geschlagen werden können. Was macht eigentlich den Menschen aus? Die menschliche Intelligenz klang ja jetzt an. Die menschliche Intelligenz ist durch unser Gehirn bestimmt. Und das Gehirn ist anatomisch ein neuronales Netz. Nervensysteme, synaptische Verbindungen und so weiter. Und das wird heute in solchen neuronalen Netzen und sogenannten Lernalgorithmen simuliert. Und Sie müssen sich das so vorstellen, das ist nichts anderes wie ein Rechenmodell. Stellen Sie sich die Grafik vor mit den Knoten und an den Kanten, den Verbindungen, sind Zahlen angegeben. Diese Zahlen stehen für die Intensität der synaptischen Verbindungen. Und diese Lernalgorithmen machen nichts anderes, als diese Zahlen entsprechend zu verändern. Mal ist eine stärkere Verbindung da, mal eine weniger starke Verbindung. Jedenfalls, wir wissen aus der Gehirnforschung, solche Cluster, Verbindungen von solchen Neuronen, sind korreliert mit unseren kognitiven Wahrnehmungen,
mit selbst unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Also simuliert der Lernalgorithmus auf der Ebene der neuronalen Netze diese Verbindungen. Nichts anderes, das ist wieder der Maschinenraum, der dahinter steckt. Und damit kann man eine Menge machen. Sie haben sicher so Stichworte gehört wie Deep Learning und überwachtes Lernen, nicht überwachtes Lernen. Vielleicht ist das am interessantesten, das nicht überwachte Lernen. Überwachtes Lernen, da geht es darum, dass das System ein einmal beigebrachtes Gesicht etwa, also die Pixelmuster eines Gesichts, unter lauter anderen Gesichtern wiedererkennt. Aber das nicht überwachte Lernen ist schon raffinierter. Das besagt, dass das System in der Lage ist, Ähnlichkeiten von Daten zu erkennen, sie zu clustern, und so kam es vor 2 Jahren war das, dass das System etwa das Gesicht einer Katze wiedererkannte, ohne dass man ihm vorher beigebracht hat, was eine Katze ist. Nur stellen Sie sich mal diese neuronalen Netze in der Praxis vor, beispielsweise beim autonomen Fahren. Das wird ein ganz großes Thema sein, und das läuft im Grunde darauf hinaus, dass, stellen Sie sich vor, vielleicht so ein Spielzeugauto, ausgestattet mit Sensoren, kleiner Elektromotor, 2 Räder, und die Ähnlichkeit mit dem Organismus kommt durch diese Sensoren. Und diese Sensoren sind nun verbunden mit einem solchen neuronalen Netz. Und jetzt stößt dieses kleine Fahrzeug an ein Hindernis, wenn man so will, Simulation eines Unfalls. Dann läuft das ab, was ich eben beschrieben habe. Dann werden diese entsprechenden Neuronen, die mit den Sensoren verbunden sind, erregt. Es entsteht so ein Cluster. Das heißt, in diesem kleinen Gerät läuft so etwas wie ein Wahrnehmungsvorgang ab. Und jetzt stellen Sie sich noch vor, dieses kleine Fahrzeug ist mit einem Gedächtnis ausgestattet und kann sich solche gefährlichen Situationen merken. Dann haben Sie das selbstlernende Fahrzeug eigentlich, das dahinter steht. Und ich will zum Abschluss vielleicht noch auf folgenden Punkt hinweisen, warum dieses sogenannte Machine Learning heute ein solcher Hype ist, vor allen Dingen in der Wirtschaft und in den Managementschulen, nicht nur eben in der Universität. Und das hängt damit zusammen, dass man diesen Grundgedanken des neuronalen Netzes verallgemeinert auf globale Netze. Also ein globales Netz kennen Sie alle, das ist das Internet. Und das Internet besteht auch aus solchen Knoten, das sind zum Beispiel diese Routing-Punkte, die untereinander verbunden sind, und wir unterhalten uns ja über dieses Netz schon seit Anfang der 90er Jahre. Aber jetzt kommt heute etwas Entscheidendes hinzu, nicht nur Menschen unterhalten sich über diese Computernetze, sondern, wie man so schön sagt, die Dinge werden mit Sensoren ausgestattet. So können also die Dinge miteinander kommunizieren, das Internet der Dinge. Das sind die Wearables, die sie an sich tragen, die Apps, die sie schon in ihren Smartphones haben, die vielleicht ihre Bewegungszahl regulieren. Vielleicht sind die einen oder anderen über ihre Apps sogar mit Krankenhäusern verbunden. Das heißt, in einem globalen Netzwerk läuft hier die Intelligenz eigentlich ab. Und das sind heute nicht nur die Mobilitätsnetze, wo die Fahrzeuge ausgestattet sind mit Sensoren, untereinander Signale ausgeben und kommunizieren. Das ist vor allen Dingen auch unsere Arbeitswelt. Und das will ich zum Abschluss eigentlich ja herausstellen, um auch zu zeigen, dass das nicht so esoterische Projekte an Universitäten und Forschungsinstituten ist. Das Stichwort Industrie 4.0, das sicher alle hier im Raum schon mal gehört haben, ist nichts anderes als die Anwendung dieses Internet der Dinge, also dieses Netzwerks, von dem ich gesprochen habe, angewendet auf die Industrie- und Arbeitswelt. Weil jetzt die Maschinen, die Produkte mit Sensoren ausgestattet sind, untereinander kommunizieren miteinander, also der Arbeitsprozess nicht nur Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, Mensch-zu-Maschine-Kommunikation abläuft, sondern durch Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Und nur vielleicht für die Diskussion, letzter Satz, dann stellt sich natürlich die Frage bei dieser Art der Automatisierung, wo bleibt der Mensch?
Und das wird eine der großen Herausforderungen der Zukunft sein, Menschen in diesen Digitalisierungsprozess, auch der Automatisierung unserer Wirtschaft, unserer Industrie zu integrieren. Das ist jetzt im Moment künstliche Intelligenz. Und Sie sehen, das ist nicht nur mehr ein philosophisches Thema, sondern das ist schon unsere Alltagswelt. Lieber Professor Mainzer, es war eine Lectio Brevissima, hat man bei uns gesagt. Also auf den Punkt gebracht, kurze Vorlesung. Sie haben eigentlich mit Ihrem Statement schon die Hälfte meiner Frage, die ich Ihnen gleich stellen wollte, beantwortet. Es geistern ja so viele Begriffe rum. Sie haben schon gesagt, Industrie 4.0, Internet der Dinge, Smart Factory wird auch immer wieder genannt, Automatisierung sagt man, Digitalisierung und dann jetzt Ihr Thema ist ja künstliche Intelligenz, KI, das wird immer Artificial Intelligence, AI auf Englisch. Ich habe das neulich auch in einem meiner Impulse bei der Akademie der Muse so alles über einen Kamm geschoren und dann hat ein Teilnehmer sofort widersprochen, gesagt, nein, also künstliche Intelligenz ist ganz etwas anderes, ganz was Neues. Das ist nicht damit zu vergleichen mit dem, was Sie unter Digitalisierung verstehen. Aber ich würde mal, können Sie und mir, vielleicht auch einige da sind, ein bisschen außer diesem Begriff Smart Factory und Internet der Dinge, den Sie gerade geschildert haben, auch noch was ist denn wirklich dieser Unterschied von künstlicher Intelligenz zu dem Digitalisierungsthema, das wir überall in der Politik, in der Wirtschaft, überall sozusagen ja, um die Ohren gehauen bekommen? Also damit habe ich ja eben im Grunde angefangen. Ich habe das Mooresche Gesetz erwähnt. Sie erinnern sich vielleicht, das beschreibt also das exponentielle Wachstum der Rechenkapazität. Und das läuft schon seit den 60er Jahren. Und schauen sich die weltpolitische Geschichte an. Seit den 60er Jahren, was ist da alles passiert? Es ging auf und ab und mal nieder. Und dieses Wachstum ist ungestört weitergelaufen. Im Hintergrund mal ist es bewusst, das ist die Digitalisierung. Die Rechenkapazitäten steigern, neue Technologien treten auf, die Smartphones und. Das sind zum Teil eben auch Technologien, die man nicht vorausgesehen hat. Ja, früher waren wir gewohnt, dann trat der Diesel auf und hier in München erfand den Verbrennungsmotor und das waren große Wissenschaftler. Aber wer hat das Smartphone erfunden? Ich müsste jetzt selber nachdenken, da waren sicher mehrere dran beteiligt. Also kein Mensch hat das vorausgesehen. John von Neumann, diese großen Computerpioniere, große Mathematiker, die ersten Computer gebaut haben, Konrad Zuse in Deutschland, wenn Sie die gefragt haben Anfang der 50er Jahre, wie wird die digitale Welt aussehen, dann kamen die Statements ja überliefert. Da kamen so Antworten, übrigens auch Turing, dann kamen so Antworten wie, naja, damals kannte man nur die Großcomputer und da wird es ein paar auf dieser Welt geben. Und die Amerikaner werden ein paar mehr haben, das ist eben die Führungsmacht. Und die anderen haben ein paar weniger. Und da werden alle Rechenarbeiten erledigt. Ja, wir haben natürlich den SuperMOOC hier in München und anderswo. Aber was wir vor allen Dingen haben, jeder von Ihnen hat so einen Leistungsträger in der Tasche. Und dieser Leistungsträger, der ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was damals Großcomputer gemacht haben in den 50er Jahren. Oder wenn Sie sich anschauen, die erste Mondlandung, also jeder kleine Laptop heute hat ein Zigfaches an Leistung von den elektronischen Geräten, mit denen man damals auf dem Mond gelandet ist. Ja, das ist alles Digitalisierung. Oder jetzt, was auch Digitalisierung ist, Breitband. Ich meine, wir reden hier über künstliche Intelligenz. Deutschland hat sich ja auch in manchen Bereichen in der künstlichen Intelligenz, in der Forschung durchaus Bemerkenswertes zu liefern, Industrie 4.0. Aber wie sagt die Bundeskanzlerin immer so schön, wir müssen auch unsere Hausaufgaben machen, also Stichwort Breitband, das ist Digitalisierung und da stehen wir ganz mäßig da. Da sind wir also unterhalb
unterhalb des Durchschnitts. Also nehmen Sie Länder wie die Niederlande, meilenweit entfernt von uns, haben längst das Breitbandnetz. Nehmen Sie Estland, Lettland, solche Länder, die sind in der Digitalisierung uns weit voraus. Ja? Man kann sagen, es sind kleinere Länder, aber ich will damit auch sagen, hier in Deutschland ist noch einiges zu tun zum Stichwort Digitalisierung. Künstliche Intelligenz ist das, was ich eben geschildert habe. Ich bin ja jetzt, wenn ich jetzt meinen Studienbeginn 1968 mit einschließe, wäre ich ja jetzt ein halbes Jahrhundert an diesem Thema schon dran und habe also auch das Auf und Ab erlebt. Und dann muss ich sagen, unter dem Stichwort künstliche Intelligenz hat man in diesen Jahrzehnten durchaus Unterschiedliches verstanden. Als ich anfing, Turing und so weiter, das war so die Zeit auch meiner Dissertation, da verstand man unter künstlicher Intelligenz vor allen Dingen logisches Programmieren. So die Idee, das logische Denken auf dem Computer nachzumachen. Man hat damals besondere Programmiersprachen erfunden und das war der technische Hintergrund. Und dann hat man irgendwann gemerkt, also die Logik ist ganz schön, aber mit nur Logik können wir eigentlich praktische Probleme kaum lösen. Und dann kamen die sogenannten Expertensysteme. Die wird auch vermutlich jetzt, es sei denn, ältere Herrschaften sind hier, die sich mit der Sache beschäftigt haben, werden sich vielleicht noch daran erinnern. Da kam so die Idee auf, dass man ein wissensbasiertes System baut, das ganz spezielle Probleme, meistens Suchprobleme, etwa es gab in der Medizin ein Programm, das konnte aus Krankheitssymptomen hochrechnen die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Infektionskrankheit. Man gab dieses Expertensystem so eine Reihenfolge an, erstens das ist das, zweitwahrscheinlich ist das und drittwahrscheinlich so. So auf dem Niveau lief, das waren Expertensysteme. Aber die lösten schon tatsächlich erstmals praktische Probleme. Und das war so bis in die 80er Jahre hinein. Und dann hat irgendein kluger Kopf gesagt, also schaut euch an, wie wir Auto fahren. Mit Expertensystemen, wo man alles in Regeln angeben muss, ja, das waren Regelsysteme. Autofahren am Anfang in der Fahrschule kriegt man Regeln beigebracht, okay. Aber irgendwann, die Autofahrer wissen das ja, läuft das ohne über nachzudenken. Intuition, sagt man. Was ist damit los? Also nur die Anfänge des menschlichen Lernens könnte man regelbasiert machen. Und dann kam die Idee auf mit den neuronalen Netzen. Und das war auch der Punkt, als ich mich so in den 80er Jahren mit den neuronalen Netzen beschäftigt habe. Nur, das waren so Theoretiker wie ich. Die Ingenieure, als ich hier an die TU kam, die haben mir zwar nicht einen Vogel gezeigt, aber mich müde angeguckt und haben gesagt, graue Theorie. Das müssen wir anders machen, weil das können wir für einen Roboter gar nicht realisieren. Heute haben wir die Rechenkapazität. Das heißt, heute ist diese große Digitalisierung, hier kommt eins was andere, die Digitalisierung da, mit der das Ganze möglich wird. Um es kurz zu machen, das, was heute künstliche Intelligenz genannt wird, ist eine ganz spezielle Art von Algorithmen. Das ist das sogenannte Machine Learning. Das sind diese Lernalgorithmen, die ich eben geschildert habe. Und deshalb sollten wir sehr vorsichtig sein, zu sagen, künstliche Intelligenz, damit wird jetzt der Mensch ersetzt oder sowas. Es ist eine bestimmte Technik. Wenn Sie so wollen, ist das Ingenieurwissenschaft. Ingenieure sind nicht daran interessiert, wie das menschliche Gehirn funktioniert oder zu verstehen als Psychologe, was Intelligenz ist. Ingenieure sind daran interessiert, seit ihren Anfängen Probleme effizient zu lösen. Und die Lernalgorithmen, das sind wirklich taugliche Instrumente und Tools, um das zu machen. Und das ist der heutige Hype. Deshalb kann ich mich nur wundern über diese Diskussion, menschliche Intelligenz und so weiter soll ersetzt werden. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt heute, warum in der Politik und in der Wirtschaft so von künstlicher Intelligenz geredet wird, ist, dass diese spezielle Art von Algorithmen eingesetzt werden kann, um effizient Probleme bei der Automatisierung in der Industrie beispielsweise zu lösen und auf anderen Gebieten.
Ja, das klingt so philosophisch, ich bin ja auch ein Philosoph, auch noch, aber das ist eigentlich nicht der Punkt. Das muss man ganz klar sehen und das hat auch mit den Ängsten zu tun. Wenn man das sieht und geht in den Maschinenraum rein und sieht, wie diese Algorithmen da rumrattern, hätte ich bald gesagt, dann verliert man auch die Angst vor ihnen. Dann weiß man, wie das funktioniert, man weiß, was sie können, man weiß aber auch, was sie nicht können. Und das ist ja auch beruhigend. Naja, lieber Klaus, ich habe in einem Buch von Matthias Eckhold, diesem Wissenschaftsjournalisten, mit dem Titel »Kann sich das Bewusstsein bewusst sein?« ein Gespräch mit dir gefunden, in dem du schon sehr besorgt berichtet hast von einer Tagung in Seoul, in der es darum ging, was denn passieren würde, wenn künstliche Intelligenz auf Dauer die Überhand gewinnen und den Menschen ersetzen würde. Und da berichtest du, also jedenfalls für mich als Leser, liest sich's, wie wenn du sehr beunruhigt wärst, dass eine Reihe von Forschern dort gesagt hätte, na ja, wenn die künstliche Intelligenz die bessere Weise ist, diesen Planeten zu führen, dann macht das auch nichts, wenn sie den Menschen aussortiert. Und du sagst dann als allerletzten Satz, und der deutsche Botschafter, der auch da war, und ich waren die einzigen, die anderer Meinung waren. Ja. Wie bringe ich das mit dem zusammen? Also ich habe jetzt vor allen Dingen von dem gesprochen, was bei uns in der Wirtschaft und in der Industrie mit KI gemeint ist. Ja? Und darum geht es eigentlich, um das einfach mal klarzustellen. Jetzt komme ich zu dieser Sichtweise. Es gibt darüber hinaus, und das ist der Standpunkt des Ingenieurs, also meine These ist, die künstliche Intelligenz, die heute von wirtschaftlicher Bedeutung ist, das ist eine Ingenieurwissenschaft. So. Und jetzt gibt es natürlich noch einen anderen Zugang. Und das ist jetzt nicht der Standpunkt des Ingenieurs, der also bestimmte Probleme wirtschaftlicher, technischer Art lösen will, sondern das ist zunächst mal der naturwissenschaftlich-medizinische Blick. Der will nämlich verstehen, nach Art des Naturwissenschaftlers, wie dieses Organ, Gehirn, eigentlich funktioniert, was es kann, wie kommt es, dass dieses Gehirn also Bewusstseinszustände erzeugt, dass wir Emotionen haben können und so weiter. Das ist also die neurobiologische, neuropsychologische Sichtweise. Und das ist jetzt ein anderer Blickwinkel. Und natürlich versucht man, das auch zu modellieren. Aber ich betone nochmals, das ist nicht der Punkt des Machine Learnings heute bei Industrie 4.0, bei der CeBIT und so weiter. Aber jetzt lassen wir uns auf diesen Blickwinkel ein. In der Tat ist es so, man kann sich Szenarien natürlich überlegen, dass wir mit einer entsprechenden Software auch in der Lage sind, beispielsweise kognitive Zustände des menschlichen Gehirns zu simulieren. Also ein ganz einfaches Beispiel sind Wahrnehmungen. Das kann man übrigens heute schon sehr gut und das hat auch technische Bedeutung, dass also Roboter etwa Muster erkennen können, Gesichter wiedererkennen können. Das habe ich ja eben auch erwähnt. Eine nächste Stufe wäre, dass sie in der Lage sind, auch Sprache zu verstehen. Und Sprache nicht nur syntaktisch, einfach wieder Muster von Buchstaben und Symbolen zu erkennen, sondern Semantik, Bedeutung erkennen. Und das geht dann schon, und so kann man sich langsam vorarbeiten. Menschen sind ja nicht nur in der Lage, ein Bild zu erkennen, Wahrnehmung, Vorgang, macht die Maschine heute auch schon, sondern ich sehe da vorne diesen Vorhang und weiß, ich bin es, der diesen Vorhang sieht. Ja? Also das subjektive Erlebnis meiner eigenen Wahrnehmung. Sowas nennen wir Bewusstsein. Oder
Ich schreibe und sehe, ich bin derjenige, der hier schreibt. Ich denke, ich weiß, ich bin derjenige, der hier denkt. Dieses subjektive Erleben, ja? Und das macht ja uns Menschen aus. Und das ist keineswegs notwendig verbunden mit den Vorgängen, die wir heute im Machine Learning schon haben. Und jetzt natürlich die Vorstellung, und das haben mir dann diese Kollegen, blutjunge Kollegen übrigens, Anfang 30, die Google-Programmierer, Informatikprofessoren, die im Silicon Valley waren und anderswo, das waren die Programmierer von AlphaGo, mit denen saß ich da und diskutierte darüber. Und dann kamen so die europäischen Bedenken, ja, und Ängste klangen so an. Und da meinten die also ganz trocken, und zwar am Beispiel des autonomen Fahrens. Sie meinten also, wir werden eine Software haben, die wird radikal die Verkehrstoten reduzieren. Das ist doch ein gutes Argument, ja, um eine solche Technologie einzuführen. Und dann gab ein Wort das andere, und aus unserer Sicht verstiegen sie sich dann zu der These, also was sind wir Menschen denn eigentlich? Wir Menschen sind die, das kam dann wörtlich, die digitalen Neandertaler. Sie wissen, wie die Neandertaler waren. Die wurden irgendwann von unserer Spezies aussortiert, weil sie etwas langsamer und behäbiger waren. Und am Ende haben wir uns als die eher effizientere Spezies durchgesetzt. Und was Sie eigentlich sagen wollten ist, also in der Evolution wird das auch so gehen und dann noch eins draufgesetzt und das ist gut so. Weil was haben wir denn eigentlich zusammengebracht, außer diesen furchtbaren Weltkriegen? Dauernd machen wir weiter Kriege, wir produzieren eine Technik, die nicht effizient ist, wir haben viel Verkehrstote und wäre es nicht einfach besser, einer solchen Technologie die Chance zu geben? Das war der Punkt, auf den du jetzt eingegangen bist. Und da war mein Argument eigentlich, das ist nichts anderes wie eine neue Religion. Ja, da vertraue ich einfach blind auf diese Zukunft. Und mein Argument wäre hier Technikgestaltung. Ich bin auch dafür, dass wir von vornherein neben den Ingenieuren und den Naturwissenschaftlern, den Medizinern auch die human- und sozialwissenschaftlichen Aspekte einer solchen Technologie berücksichtigen. Also sowas nenne ich Technikgestaltung. Und wir können nie Innovationen voraussagen. Wir sollten auch sehr sorgsam umgehen mit Regulierungen, um sozusagen Innovationen abzuwürgen. Aber wir sollten von vornherein die entsprechenden Möglichkeiten auch abwägen. Ja, stellen Sie sich vor, nehmen Sie das Stichwort Kernenergie beispielsweise. Ja, kann man verschiedener Meinung drüber sein, aber ich denke, hätten wir damals Technikgestaltung gemacht und hätten von Anfang an uns überlegt, was für Probleme eigentlich da sind und uns dann einen Weg überlegt, der vielleicht die Umwege, die wir jetzt haben, vermieden hätte, dann wäre die Sache auch am Ende preiswerter geworden. Also Technikgestaltung halte ich da schon für die Alternative zwischen dem, was die Südkoreaner da meinten, blindes Vertrauen und irgendwann werden wir überholt und das ist gut so, und auf der anderen Seite da in Angst verharren und denken, oh Gott, was kommt da über uns, sondern diesen Mittelweg, ja. Möchte noch mal trotzdem an der Stelle nachhaken. Gestern Abend oder heute Nacht, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen von Ihnen, bei Markus Lanz war Miriam Meckel und sie hat berichtet von der inzwischen gelungenen digitalen Vernetzung von Gehirnteilen. Man hat also Versuchstiere über das Internet miteinander verbunden und das eine Versuchstier hat etwas gelernt, nämlich wenn ein Licht angeht, soll es eine Taste drücken und kriegt Futter, und das andere Versuchstier hatte, das war das andere, ja, das andere Versuchstier
war mit dem Internet, mit dem Gehirn verbunden und hatte aber kein Licht. Und als bei dem einen Tier das Licht anging, hat es nach der Futtertaste und das andere, das kein Licht hatte, hat das auch getan, weil der Gedanke übertragen wurde. Und so etwas ängstigt mich. Und zwar deshalb, weil sie wenige Worte später sagte, Mark Zuckerberg, das wisse sie, forsche genau an diesem Thema, wie man Gedanken auslesen und dann vernetzen könnte. Das sei vermutlich ein gigantischer Wirtschaftszweig. Ich gebe nur wieder, was ich da heute Nacht gehört habe. Sie nicken, Sie haben es auch gehört. Also Mark Zuckerberg wird es mit Sicherheit nicht sein. Er hat ja sein Informatikstudium noch nicht zu Ende gebracht, aber möglicherweise seine Firma wird also sowas machen. Ich kann mich übrigens, ich kenne diese Argumente, ich kann mich nur wundern, weil Ende der 90er Jahre, Anfang 2000 war das schon klar. Man muss nicht immer in Silicon Valley gehen, und zwar hier in Deutschland in Tübingen. Und das war der Herr Birnbaumer, das war einer der führenden, mittlerweile emeritiert, einer der führenden Neuropsychologen in Deutschland. Und ich kann mich erinnern, ich war so gerade in Bayern hier angekommen, da war ich eingeladen hier im BR in München. Und da sitzt die Truppe von dem Herrn Birnbaumer aus Tübingen dort. Und das sah so aus, wie das früher aussah, wenn die Damen beim Friseur waren und hatten hier so eine Haube auf mit lauter Steckern. Und da wurde genau das schon simuliert. Also mit anderen Worten, da war der Proband, saß dort, da vorne war ein Bildschirm aufgebaut, und durch Gedankenmanipulation, so klang das damals, konnte derjenige, es war allerdings sein Assistent, muss man dazu sagen, der wusste schon offenbar mehr. Jedenfalls, er konzentrierte sich darauf, dass ein Ball auf dem Bildschirm von rechts nach links sich bewegte. Und dahinter ist kein großes Geheimnis, denn wir kennen aus der Gehirnforschung schon genau, wie die Gehirnströme dort also sind. Das waren also EEG-Daten, die dort abgefasst werden, und die wurden dann schlicht und ergreifend, was man ja auch hat, schon seit langer Zeit, wurden also rübergeschickt dort in den Apparat rein und sorgten dafür, dass sich das entsprechend bewegt. Und das mit den Tieren ist auch nichts Neues. Also man hat damals diese Riesenheuschrecken genommen, hat den Adapter draufgesetzt, oder man hat Ratten genommen, ähnlicher Vorgang, und die haben dann Durstgefühl gehabt, das wurde rübergesendet zur Tränke und dann lief da Wasser raus. Das ist also überhaupt nichts Neues. Das ist mindestens schon 15 oder wie viel Jahre alt. Also von der Technologie her. Das ist gestern gut als neu verkauft. Ja, ich habe das auch mitbekommen jetzt in den letzten Tagen. Ich habe mich da wirklich drüber gewundert. Was das in USA so bemerkenswert macht, sage ich mal ganz vorsichtig, ist, dass die Informatik und die KI im Unterschied zur deutschen Förderungstradition sehr stark abhängt von der Militärforschung. Das ist also eine ganz andere Förderungskultur als bei uns. Wir haben Deutsche Forschungsgemeinschaft und so weiter, sehr zivile Einrichtungen auch, und unsere Informatiker sind kaum daran interessiert, in dem Gebiet also ihre Karriere zu machen, während in den USA tatsächlich es so ist, das ist aber nicht neu, das ist eine alte Tradition, das Militär hat viel Geld. Und da wird die Forschung also von daher sehr stark forciert. Und es ist auch bekannt, aber schon seit vielen Jahren, dass man bei Bomberpiloten ähnliche Analysen macht, dass also die Idee ist, dass sozusagen diese Verzögerungszeit, die wir haben, kennen wir ja als Autofahrer, Reaktionszeit, dass man die umgeht, dass der Kampfpilot das Hindernis sieht und sagt feuern oder denkt feuern, und in dem Moment, wo er denkt, feuert er auch. Ja? Es wird also direkt übertragen. Das ist tatsächlich im Wesentlichen schon technisch möglich. Es ist übrigens auch etwas anderes möglich. Das ist für die Sprache sehr interessant.
Ich habe ja eben davon gesprochen, dass eine wesentliche Fähigkeit von uns Menschen darin besteht, dass wir uns über Sprache verständigen. Wir geben in Texte ein oder wir artikulieren, also akustisch Signale, um uns zu verständigen. Das nennen wir Kommunikation. Was damit ja auch möglich wird, ist, dass wir, einige werden das nur aus Science-Fiction-Filmen kennen, dass wir also in der Lage sind, sozusagen uns über Gedanken zu verständigen, dass also der Gegenüber meine Gedanken gleich mitbekommt, was natürlich auch durchaus problematisch ist. Da guckt mich jemand freundlich an und dann denkt er die schlimmsten Beleidigungen und sowas. Also das sind wirklich Szenarien, das muss man auch klar sagen, die sind zwar jetzt noch nicht kommerziell übersetzt, aber die technisch denkbar sind. Und wenn man sowas weiß und hört sowas als jemand, der diese Technologie jetzt nicht abschätzen kann, wo sie anwendbar ist, die dann natürlich auch zu Ängsten führen. Und da komme ich wieder mit der Technikgestaltung. Das sind wirklich Probleme, wenn sowas mal kommerziell eigentlich umgesetzt würde. Da muss man sich ganz klar überlegen, was hat das für rechtliche Konsequenzen, was hat das für ethische Konsequenzen, für soziale Konsequenzen, für unsere Gesellschaft. Aber ich möchte noch mal betonen, das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Wir dürfen das eine nicht mit dem anderen übereinander bringen. Sozusagen die Ängste, die hier vielleicht berechtigt sein mögen, jetzt zu überlagern damit, dass Deutschland ein großes Problem hat, als Innovationsstandort neben den beiden Riesen, nämlich die USA und der andere Riese wächst gerade heran, auch in der KI, nämlich China, zu bestehen. Und da geht es tatsächlich um dieses Machine Learning, um die Effizienz unserer Wirtschaft und die Innovationen auch. Also deshalb halte ich das immer bewusst auseinander auch, damit hier auch nicht eine Stimmung entsteht bei uns, die also auch uns schwächen könnte in dem Ausbau des Innovationsstandorts Deutschland. Das möchte ich auch klar sagen. Aber wie gesagt, darüber muss man wirklich ernsthaft diskutieren. Und nochmal, Technikgestaltung sollte etwas sein, was an unseren Hochschulen, unseren Universitäten, Ausbildungsstätten, aber auch in unseren Unternehmen zum zentralen Thema wird. Einen Aspekt der Angst möchte ich noch anschneiden, der sicher auch in der öffentlichen Diskussion ja oft eine Rolle spielt, dass wir so mit der Digitalisierung Probleme haben oder Angst haben. Das ist ja die Frage nach den Arbeitsplätzen. Nicht? Also das wird ja immer wieder in der politischen Diskussion gebracht, ja, wie viel Arbeit wird dann überflüssig werden, wenn die Digitalisierung unsere Unternehmen, die Wirtschaft vollkommen ich will nicht sagen in den Griff hat, aber überall durchgeführt werden kann. Es werden ja, also ich weiß, ich höre das immer wieder aus Kreisen von Anwälten, dass man sagt, ja, das ganze Justizwesen könnte eigentlich von Automaten übernommen werden. Legal Tech nennt sich das, Legal Tech. Weil Steuerberater, da hören wir es, also unternehmensbezogene Dienstleistungen können ohne weiteres übernommen werden. Und die Angst besteht ja oft darin, dass man sagt, ja, 50% der Jobs fallen weg. Wir wissen nicht, wie viele neue Jobs entstehen werden. Das könnte ja sein, dass bis zu einem Drittel von der heute arbeitenden Menschen dann freigesetzt werden und eben nicht mehr in einen anderen Job hineinkommen. Das ist ein großes gesellschaftliches Problem, das dann da auf uns zukommen würde, wenn es denn so ist. Ich meine, wenn Sie einen Lehrstuhl für künstliche Intelligenz oder in dem Bereich wissenschaftlich arbeiten und von den Ängsten reden, da ist ja auch eine konkrete Angst vorhanden, die eigentlich ja, schon auch bei uns vielleicht ein bisschen zu diesem Bremsen führt, von dem Sie gerade reden. Also auf der einen Seite wollen wir eine innovative Wirtschaft, auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch gesellschaftlich möglichst wenig Friktionen, Störungen und Unruhe haben.
Also vielen Dank für diese Frage. Das ist jetzt wirklich eine ernsthafte Frage. Eben, das war interessant und Zukunftsmusik und ein bisschen Feuilleton und so, aber das ist jetzt das Zentrum. Vielen Dank. Das ist wirklich wichtig. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Also ich versuche das mal an der Industrie 4.0 deutlich zu machen. Wir stellen uns das Szenario einfach mal vor, dass wir tatsächlich mit diesen effizienten Algorithmen eine hocheffiziente, automatisierte Produktionsweise haben werden. Und wenn der Elektromotor kommt, dann werden wir einen ersten Vorgeschmack bekommen. Der Elektromotor ist im Unterschied zum Verbrennungsmotor sehr einfach. Das heißt, die heutige Zulieferungsindustrie, die um den Verbrennungsmotor hier in München und in Stuttgart aufgebaut ist, ist eine Vielzahl von Zulieferungsindustrie und eine Vielzahl damit auch von Beschäftigung. Ja? Und wenn jetzt der Elektromotor kommt, dann haben wir vereinfacht gesagt Batteriebau und eine sehr einfache Bauweise, die weitgehend, also Batteriebau können Sie vollständig automatisieren. Da können tatsächlich schon die menschenleere Fabrik kommen. Also da können Sie die Zahlen genau festmachen. Ich würde mal sagen, da reichen 30% oder ein Drittel von dem, was wir heute haben. Und der Elektromotor wird ja auch offenbar kommen. Und dann muss man sich natürlich überlegen, was macht man mit den anderen Beschäftigten? Und jetzt mache ich mal einen Vergleich mit der Industrie der USA. Der Präsident der USA wird ja viel gescholten. Nur er hat eins mit seinem unnachahmlichen Instinkt hat er erkannt, nämlich Stichwort Detroit, der sogenannte Rostgürtel der USA. Das ist so wie bei uns Ruhrgebiet oder Wolfsburg oder so. Da haben die Menschen also gut verdient. Und jetzt auf einmal bricht diese Industrie aus welchen Gründen auch immer weg. Die Menschen müssen sich mit 5 oder wie viel Jobs über Wasser halten und sind natürlich frustriert und unzufrieden. Das heißt, sie sind einfach nicht in diesen Digitalisierungsprozess integriert worden. USA ist ein großes Land, die Wirtschaft läuft auch noch ein Stück weit, keine soziale Marktwirtschaft wie bei uns, brutaler ab. Das kann auch natürlich ein Land nach vorne treiben. Die haben ganz auf Silicon Valley gesetzt, Detroit und jetzt machen wir da erstmal weiter. Aber diese Leute sind frustriert. Ich will auf folgendes Szenario hinaus. Wir haben Industrie 4.0, hochautomatisiert, die Börsianer freuen sich, ja, und auf der anderen Seite haben wir Menschen, die nicht integriert sind, die frustriert sind, und nebenbei gesagt, in Deutschland haben wir ja schon Anzeichen. Ja, wir haben also Sachsen beispielsweise, ein Land, das nach der Wiedervereinigung weitgehend auch oder in wesentlichen Teilen deindustrialisiert wurde, da haben wir Menschen, die sind ziemlich frustriert. Und die sind ziemlich sauer und dass es zu politischen Ergebnissen geführt hat, wie wir sie kürzlich in Sachsen gesehen haben, das wird zumindest dort erklärbar und verstehbar. Das heißt, eine große Herausforderung wird sein, Menschen in diesen Digitalisierungsprozess zu integrieren. Und zwar mit ihren unterschiedlichen Begabungen. Man kann nicht aus jedem jetzt einen Informatiker machen. Oder Programmierer, wenn jemand eher gestalterisch, handwerklich, begabt auch ist, sage ich. Ja? Wenn man 4 Kinder hat wie ich, das sieht man. Also bei uns ist wirklich die ganze Palette in der Familie vertreten. Dann sieht man das auch. Für die einen ist das Verstehen, das Analysieren dieser Algorithmen total spannend. Ja? Aber für die anderen ist das bestenfalls ein Tool. Nur, dann muss dieses Tool auch eingesetzt werden. Nehmen wir unsere Architekten. Ja, die sind an Programmierung eigentlich wenig interessiert, aber so ein Tool angesetzt für ihre gestalterische Arbeit, das ist wichtig. Und der Architekt, der diese Schnittstelle nicht hat, der wird es in Zukunft schwer haben. Und so können sich entsprechend andere Berufe überlegen. Wir müssen nicht in der Akademie bleiben. Nehmen Sie das Handwerk.
ja, der, was im deutschen Mittelstand ja eine nach wie vor und auch in Zukunft zentrale Rolle spielen wird. Das heißt, auch dort müssen die IT-Qualifikationen verbunden werden mit tatsächlich auch dem handwerklichen Geschick. Das hat nicht jeder, das ist eine Begabung. Deshalb wehre ich mich auch dagegen, gegen diese Hierarchien. Unser Eins wird ja ganz oben irgendwo angesetzt. Ich meine, wenn bei uns der Monteur anrückt in der Familie, dann sehe ich total alt aus. Dann könnte ich dem was erklären von entsprechenden Gleichungen über Hydrodynamik oder über Elektrotechnik, Maxwell'sche Gleichungen oder sowas. Aber der Mann, der macht's, ja. Und der verbindet das mit seinen Messgeräten und das ist IT. Ja, das ist Digitalisierung, dazu gehört die Welt. Das heißt, die Menschen entsprechend ihrer Bildung und Ausbildung auch zu integrieren. Das ist eine ganz große Herausforderung. Das heißt, Industrie 4.0 ist nicht nur Technik, ist nicht nur Ökonomie, sondern es ist eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung unserer Schulen und nicht nur die Hochschulen, sondern das geht auch schon auf den Grundschulen los und muss dann weiter fortgesetzt werden. Ich glaube, das ist, denke ich mal, die Antwort hier auf Ihre Frage. Wir werden dann gleich das Publikum mit einbeziehen. Ich persönlich habe noch eine Bemerkung zu dem, was du vorhin sagtest, mit man muss sich überlegen, wie man Wissenschaft dann auch führt. Bislang hat der Mensch eigentlich alles ausprobiert und alles gemacht. Ob es also möglich ist, ihn davon zu überzeugen, bestimmte Dinge nicht zu machen, da höre ich aus deinen Sätzen sehr viel Hoffnung, dass das gelingen kann. Indes die Erfahrung, bisher wurde alles ausprobiert. Ich denke jetzt nur an diese neuen Dinge in der Gentechnik, mit den Genscheren, wo man hinterher nicht mehr feststellen kann, ob ein Gen überhaupt verändert wurde, bei uns verboten, in England und in China freie Forschung. Ja, also das ist natürlich tatsächlich ein zentrales Problem, dass wir hier nicht auf der grünen Wiese leben, ja. Bei uns. Wir können uns durch unsere Gesetzgebung vieles überlegen und für gut befinden, was andere ausprobieren werden. Aber was bei der Technikgestaltung eine große Rolle spielt, und das beruhigt mich auch stückweise, das ist das liebe Geld. Denn die Situation ist heute so, es gibt nicht nur einen Weg und eine Zukunft und eine Lösung, sondern es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Und die hängen ab von Kapital und Geld, das wir investieren. Und darüber müssen wir uns in der Gesellschaft klar werden. Denn das Geld kommt aus den Unternehmen, kommt aus Steuergeldern. Und dann haben wir die Rahmenbedingungen. Und wo wollen wir das Geld eigentlich investieren? Das heißt, es muss eine solche Diskussion stattfinden. Sollten wir das nicht lieber hier investieren oder da investieren? Und diese Rahmenbedingungen, denke ich, schränken auch die Möglichkeiten ein, uns darauf einzulassen, alles auszuprobieren. Das glaube ich nicht, sondern es gibt eine Vielzahl und das würde ich allerdings hier in Europa für einen großen Vorteil halten, dass wir tatsächlich darüber auch eine gesellschaftliche Diskussion anstrengen. Aber mir ist ganz klar, wir haben im Grunde, ich unterscheide drei große Player. Das sind die USA und das ist nicht der Staat USA, sondern das sind die großen Unternehmen. Die eigene Businesspläne, die großen Player sind ja bekannt, Google, Facebook und so weiter, verfolgen. Und da ist eigentlich ein starkes unternehmerisches Bild dahinter. Ich will am Ende Gewinne machen und Business. Der andere große Player ist China. Und China ist, wie Sie wissen, das wird heute immer so ein bisschen aus Rücksicht oder so nicht so ganz genannt. China ist ein kommunistisches Land. Wir haben einen Staatspräsidenten, der ist auf Lebenszeit. Da gibt es nur noch ein Beispiel und das ist der Vatikan. Nur der ist ganz anders ausgestattet. Ja.
Und das heißt, da wird oben aus der Zentrale vorgegeben, und das sind Interessen. Wenn wir schauen, was in den chinesischen Unternehmen abläuft, nach dem letzten Parteitag ist es auch so, dass dort also in den Unternehmen jetzt verstärkt auch Vertreter der Zentrale repräsentiert werden. Das heißt also, politische Interessen, die einen Businessmodelle und hier politische Interessen der Weltmacht China spielen hier eine Rolle. Die Chinesen machen das sehr geschickt, das muss man auch sagen. Das ist sehr angenehm, dort auch zu verhandeln. Das war immer schon so, das hat schon Mao gesagt, dass das Ganze sich wie ein Grashalm bewegen sollte in den Stürmen der Zeit. Das ist so die chinesische Mentalität auch. Aber das darf man einfach nicht vergessen. Und das Dritte ist das Modell Europa. Und das möchte ich hier nochmal stark machen mit der Technikgestaltung. Ja, bei uns, nehmen wir Militär, wir haben eine Parlamentsarmee. Das heißt, unsere Einsätze werden über das Parlament, über die Volksvertretung, nach Debatten, Auseinandersetzungen diskutiert. Und das ist eigentlich meine große Hoffnung. Schauen Sie sich die Geschichte an. Da gab es natürlich Länder, auch in Europa, die vor einigen Jahrzehnten Blitzkriege geführt haben und dann äußerst effizient und erfolgreich waren. Nur am Ende haben sich die Länder durchgesetzt, die den etwas umständlicheren demokratischen Weg hatten, die gemeinsam diskutiert haben über ihre Problemlösungen. Und einer, der mich wirklich auf dem Gebiet sehr beeindruckt hat, das war Churchill. Ja, und Churchill hat unsere Staatsform nicht für ideal gehalten, aber er hat gesagt, das ist das Beste, was wir uns vorstellen können. Sie spiegelt auch etwas Urmenschliches wider. Wir streiten miteinander. Wenn irgendeiner bei uns in der Universität eine gute Idee hat, dann ist ein anderer intelligenter oder eine intelligente Kollegin da, die versucht natürlich, ihn zu übertrumpfen, versucht, ihn zu kritisieren und so weiter. Und das wird am besten abgebildet in der Demokratie. Diese Streitkultur und dazu die Freiheitsräume auch ergeben. Das ist manchmal umständlich, aber am Ende trägt es dazu bei, dass die Gesellschaft hier auf einen Konsens kommt, mehrheitlich wenigstens, um dann auch getragen, von der Mehrheit getragen, dieses Projekt nach vorne zu tragen. Und da sehe ich die Alternative zu den beiden anderen Konkurrenten, sage ich mal, die ich gerade geschildert habe. Und das für das Thema der Technikgestaltung, da sehe ich eine realistische Chance, weil die anderen Menschen sind ja auch nicht dumm. Das heißt, auch die Kollegen oder Bürger in China oder USA sehen, aha, die Europäer, die verbinden das auch mit einer bestimmten Lebenskultur. Die sind nicht nur gut in der Technik, sondern da gibt es diese Lebenskultur, diese Lebensweise, und die ist attraktiv und die möchten wir gerne haben. Das heißt, auf den Punkt gebracht, wir sollten den Standortvorteil eben nicht nur in der effizienten Technik sehen, sondern auch in einer lebenswerten Lebenswelt, die damit verbunden ist. Ja, ich könnte noch stundenlang zuhören, aber wir wollen es ja interaktiv gestalten und Sie mit einbinden. Und ich habe, da Sie Philosoph sind, traue ich mich das nochmal zu sagen, unter anderem Philosoph sind, dass wir so wissen versuchen, Habermasche Diskursethik hochzuhalten und herrschaftsfreie Diskussionen unter wohlinformierten Gleichberechtigten hier anzustoßen oder diesem Ideal irgendwie nahe zu kommen. Insofern sind Sie jetzt dran. Ich hoffe, Sie nutzen die Chance und stellen die ein oder andere Frage. Wer traut sich als Erster? Wunderbar. Ich hätte eine Frage an Herrn Bilgri, und zwar jetzt die Herausforderungen und die Gefahren, die wir jetzt so alle angesprochen haben. Gäbe es denn da irgendwelche transferierten Ratschläge vom heiligen Benedikt? Ja, also das Thema Digitalisierung war vor 1500 Jahren natürlich noch nicht auf der Tagesordnung. Aber ich würde sagen, einfach die, was ein Begriff aus der Benediktsregel, der eigentlich überall anzuwenden ist. Das ist ja
Ich habe mein erstes Buch trägt diesen Titel, Finde das rechte Maß. Ich glaube, das ist auch genau das, was Sie jetzt am Schluss gemeint haben. Nicht, dass dieses in der demokratischen, gleichberechtigten Auseinandersetzung, im Diskursethik, würden Sie sagen, mit Habermas, da finden wir das dem Menschen gemäße. Nicht? Und das ist natürlich auch da, was wir wahrscheinlich Angst haben, so dieser Popanz, Virtualität, wo wir nicht mehr genau wissen, wie man damit umgeht, aber so, dass wir einfach versuchen, also ich würde schon sagen, Professor Menzer, weil Sie vorher gesagt haben, wir nehmen nur den Menschen als das Maß und die Intelligenz der Tiere betrachten wir nicht, aber was sollen wir denn für unser Zusammenleben für ein anderes Maß nehmen? Ne? Das sagt der Protagoras schon, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Aber was ist damit gemeint? Wir dürfen nichts übertreiben. Wir müssen schauen, dass wir das deutsche Wort Mittelmaß, das ist so wahnsinnig negativ, aber zu das Mittlere zwischen den Extremen, dass wir das gehen wollen. Also das würde angewandt auf unser Thema heute bedeuten, natürlich Digitalisierung, natürlich technische Entwicklung, natürlich künstliche Intelligenz, aber immer mit dieser Maßgabe, dass damit der Mensch in seiner Menschlichkeit bestehen bleibt. Also mir wäre das schon lieber als die südkoreanischen ITler, die da sagen, also wenn es halt so ist, dass die Maschinen besser sind als wir, dann sollen sie uns auch überholen. Also das möchte ich nicht unbedingt. Ich sage ja immer in meinen Vorträgen vor Managern, Wirtschaft hat dem Menschen zu dienen. Und das gilt, glaube ich, für Wissenschaft und für technische Entwicklung genauso. Ich sage immer, die Menschen auch, weil mein Bild ist immer, die Menschen vor 10.000 Jahren, wir sind heute nicht viel anders als damals. Nur die technischen Möglichkeiten haben sich gewandelt. Und ich würde halt sagen, man muss auch diese ganze künstliche Intelligenz, die Maschinen, auch wirklich nur als Weiterbildung von dem Handwerk oder von dem Werkzeug, das wir heute, das erste war dieser Steinkeil. Und daraus ist inzwischen in dieser Entwicklung eben so was Tolles wie ein Computer geworden oder ein Smartphone. Aber es sind immer Werkzeuge, die uns helfen sollen und nicht uns beherrschen, sondern wir sollen sie beherrschen. Hier zu Ihrer Linken. Ich möchte eigentlich gleich daran anschließen. Im Grunde muss man sich ja mal klar machen, warum man eigentlich die ganze Technik entwickelt hat, vom Faustkeil bis zum Smartphone. Im Grunde sollte ja die Technik eigentlich dazu dienen, eben die Menschen von der Arbeit eigentlich zu entlasten. Ja? Und jetzt bricht die Panik aus, weil die Technik so weit fortgeschritten ist, dass sie so weit von der Arbeit entlastet worden, dass es keine Arbeitsplätze mehr gibt. Warum führen wir nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen ein und werden praktisch in die Muse entlassen? Also wir brauchen ein ganz anderes Bild. Auch von uns selber, weil wir ja ganz viel unseres Selbstverständnisses ja aus unserer eigenen Arbeit ziehen. Aber wenn wir jetzt an die alten Griechen denken, die haben ja ganz anders gedacht. Die haben gesagt, Arbeit, wieso? Ich gehe lieber auf den Marktplatz und diskutiere. Vielleicht sollten wir in diese Richtung uns entwickeln. Also, was die alten Griechen betrifft, bin ich mir nicht ganz so sicher. Vor allen Dingen glaube ich, die Vorstellung, dass Arbeit nur das Knechtliche ist und das Ausbeuterische. Ich meine, wir gedenken ja in diesem Jahr eines großen Philosophen, vor 200 Jahren geboren, der also so ähnlich geredet hat. Aber in der Arbeit, das ist übrigens die christliche Tradition, wenn ich mir die katholische Soziallehre ansehe oder die protestantische Arbeitsethik, dann wird dort ja auch mit Recht gesagt, dass Arbeit etwas ist, in dem sich Menschen verwirklichen. Nehmen Sie das Thema Gender einfach.
mal das Ganze von einer ganz anderen Ecke aufzuzeigen. Was hat das gebraucht, bis Frauen selbstbestimmt arbeiten konnten? Ja, also noch in den frühen 60er Jahren war es ja so, ich glaube sogar bei per Gesetz, also wenn meiner Mutter eingefallen wäre, zu arbeiten, müsste sie irgendwie die Erlaubnis meines Vaters bekommen oder so. Das war per Gesetz noch vorgesehen. Das heißt, Frauen haben also, um das mal an diesem Beispiel deutlich zu machen, sind ja auch genügend hier im Raum, haben Arbeit auch als eine Selbstverwirklichung gesehen, als eine Selbstbestimmung. Und jetzt auf Ihren Punkt zu kommen, das überlassen jetzt alles die Maschinen. Ja, was sollen wir denn sein? Wohlgenährte Kaninchen in den Kaninchenställen, total versorgt, keiner leidet mehr Hunger, alles macht eine vollautomatisierte Industrie. Das kann es ja wohl nicht sein. Das heißt, man muss sich, und da bin ich wieder bei der Technikgestaltung, man muss sich auch gleichzeitig überlegen mit der Automatisierung, wo setzen wir Menschen eigentlich ein? Und bevor wir über solche utopischen Dinge reden, sollten wir uns ganz konkret ansehen, was ist der State of the Art. Und wenn wir uns die Unternehmen konkret ansehen, wo Industrie 4.0 heute schon am weitesten realisiert ist, da fällt eins auf. Die klassische Hierarchie, die wir von Unternehmen kennen, sprich vom Facharbeiter, der Techniker, der Ingenieur, der Spezialist in Informatik, der Manager und so weiter. Diese Hierarchie ist weitgehend in diesen Unternehmen erhalten. Wir haben sogar Fachkräftemangel in den Unternehmen heute, auch wenn wir in eine Hochkonjunktur reinlaufen. Der Punkt ist nur, wir können unsere Arbeitslosen nicht so, die wir auch haben, können wir nicht so einfach auf die freien Stellen vermitteln, weil, und jetzt bin ich wieder bei meinem Punkt, weil eine entsprechende Bildung und Ausbildung notwendig ist, auch auf der Facharbeiterstelle bei BMW. Und das ist eigentlich unser Problem. Da bin ich wieder dabei, die Ausbildung, die Bildung als zentrale Herausforderung. Es ist also keineswegs so, als würde morgen oder übermorgen bei uns das Schlaraffenland ausbrechen. Die Wirtschaft funktioniert und brummt und jetzt müssen wir uns überlegen, dass alle auch gut versorgt werden. Das ist mitnichten so. Damit diese Wirtschaft funktioniert, brauchen wir verstärkt Innovationen. Der Innovationsstandort Deutschland ist immens wichtig und das hängt von Arbeit auch ab. Ja, manche glauben, das geht nur durch Kapitalverschiebungen, so wie 2008 bei der Weltwirtschaftskrise. Da haben ja einige gedacht, sie könnten über Wasser gehen und erfinden hier irgendwelche Finanzinstrumente und wir brauchen keine Arbeit mehr. Also das mag vielleicht in Utopia irgendwann kommen, das ist längst nicht der Fall. Ja, das möchte ich auch mal klar sagen. Der Punkt, den Sie angesprochen haben mit dem Grundeinkommen, ja, oder Robotiksteuer und sowas, das sind alles unterschiedliche Modelle, die durchaus bedenkenswert sind und da hat keiner bisher den Masterplan. Aber ich möchte auch noch mal ganz klar daran erinnern, dass die Bevölkerung dieses Landes vorbereitet werden muss, auch auf eine wesentliche Auseinandersetzung im weltweiten Wettbewerb und zwar wenigstens mit den Standorten, zwei wichtigen Playern, die ich eben genannt habe. Und das setzt voraus auch, dass alle möglichst integriert werden und nochmal mit Bildung und Ausbildung vorbereitet werden. Nicht, dass alle auf die TU laufen müssen, sondern auch derjenige, der also im handwerklichen Bereich oder sonst wo tätig ist, und das werden wir alle brauchen auf absehbare Zeit, dass die also entsprechend auch gut ausgebildet sind und dann haben wir einen guten Standort hier. Vielleicht zwei Sätze noch dazu. Das mit der Hierarchie im Rahmen der Digitalisierung oder Industrie 4.0 sagt übrigens auch einer der führenden Systemiker, systemischen Berater, der Rudi Wimmer aus Wien, der sagt, also je mehr Industrie 4.0 kommen wird, umso unverzichtbarer wird Hierarchie. Also man wird sich darauf einstellen müssen, dass solche industriellen Anlagen in der Führungsetage wieder mehr Hierarchie oder
klarere Hierarchie bekommen dürften, weil sie notwendig sein wird. Das eine und das andere ist, wenn du sagst, wir müssen ein gesellschaftliches Auge darauf haben, dass wir wettbewerbsfähig bleiben, dann sage ich, was du vorhin schon auch gesagt hast, wir müssen auch ein ganz gewaltiges Auge darauf haben, was mit den Menschen passiert, die eben nicht Informatiker oder Innovative werden können, etc. etc. Das Fraunhofer-Institut hat eine Hochrechnung veröffentlicht. Ich habe die auch, was im Jahr 2030, noch 39 noch an Berufen existent sein wird. Da gibt es zum Beispiel den Beruf des Steuerberaters, wird es nur noch 1% der heutigen Anzahl geben, weil man den nicht mehr braucht. Das ist über Robotik zu erledigen. Und den Begriff und den Beruf der Sekretärin wird es auch kaum mehr geben. Also wenn man sich das anschaut, das ist schon hochinteressant. Hier die nächste und um Frage. Die Leute müssen wir uns kümmern. Der Herr Bilge will noch mal was dazu sagen. Nein. Darf ich kurz ergänzen? 72, mein Geburtsjahr, ist das Gesetz gefallen, dass Ehefrauen nicht mehr leiden müssen, dass ihr Ehegatte für sie das Arbeitsverhältnis aufhebt, das kündigt. Der Gatte kündigt für die Frau, ohne sie fragen zu müssen, weil sie ihren ehelichen Pflichten nicht nachkommt. Also wir haben jetzt schon die vierte Wortmeldung, drei davon Frauen, es ist alles gut. Bitteschön. Auf Kryptowährungen wurde jetzt gar nicht so eingegangen. Glauben Sie daher, dass es eher eine Blase ist, die bald platzen wird, oder sehen Sie da auch eine Zukunft? Auf Kryptowährungen. Ah ja. Oh, das ist auch eine spannende Frage, weil ich hatte ja nicht so viel Zeit in meinem ersten Statement, aber normalerweise, wenn ich etwas mehr Zeit habe, kommt dieses Thema auch. Das mit den Kryptowährungen ist wirklich etwas total Spannendes. Und zwar weniger wegen der Kryptowährungen. Da erleben wir im Moment die großen Spekulationen, Volatilität und Spekulation auch. Ich muss Ihnen sagen, das halte ich für Kinderkrankheiten. Das, was dahinter steht, die Technologie, die ist wirklich spannend und die heißt Blockchain. Und Blockchain, das wird unseren Dienstleistungsbereich in Zukunft aufmischen. Und zwar deshalb, das Ganze ist ja entstanden, ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist, 2008. Da hatten wir die Finanz- und Wirtschaftskrise. Und da hat ja eine menschliche Institution und die Menschen, die darin wirkten, nämlich Banken, jämmerlich versagt. Und damals kam die Idee auf, dass diese Zwischenstationen von wirtschaftlicher, hier Währungstransaktion, dass man die ersetzt durch Algorithmen. Und das ist der Grundgedanke von Blockchain und das ist im Grunde auch nichts anderes, als die alte Idee der Buchhaltung zu digitalisieren in einer dezentralen Datenbank. Das bedeutet, dass wir alle jetzt Mitglieder wie in einer Bank miteinander unsere Transaktionen ausführen, aber eben nicht mehr, dass zwischengeschaltet Menschen da sind, denen wir unser Vertrauen auch geben, so ist das ja entstanden. Banken sind Vertrauensinstitutionen, sondern dass wir diese Algorithmen einstellen. Hat man sich das vorzustellen? Ist im Grunde ganz einfach. Stellen sich so ein Buchhaltungsbuch wirklich vor, Seite für Seite werden die Transaktionen eingetragen, Und jetzt passiert Folgendes, diese Seiten, die nennt man Blocks. Und in diesen Blocks, in jedem Block stehen jetzt also Transaktionen, kommt ein Zeitstempel dazu, dann werden diese Records, also diese Informationen, werden kodiert in einem sogenannten Hash-Algorithmus. Der Hash-Algorithmus, dieser Code, wird in den Code der nachfolgenden Seite eingebaut, die nächste Seite
mit den Transaktionen auch kodiert, da wie bei den russischen Puppen, ja, Seite für Seite, der Code wird immer komplexer und weil es ein Hashcode ist, können Sie nie rückrechnen. Es ist einfach, etwas da rein zu kodieren, aber es ist sehr rechenaufwendig, das Ganze zu rekonstruieren. Ja? Und jetzt steigt das Ganze, wie bei den russischen Puppen, von Seite zu Seite werden die Codes immer komplexer und immer komplexer. Das heißt, der Rechenaufwand, um zu dekodieren, was in den Seiten gestanden hat, wird immer größer. Und damit steigt natürlich die Sicherheit, ganz klar. Und damit mit dieser gestiegenen Rechenpower, die notwendig ist, und damit natürlich auch das Vertrauen da drin. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, und Blockchain deshalb, weil diese Seiten, Chain-Kette, weil diese Seiten über diese Codes, die ich gerade erklärt habe, miteinander verkettet sind. Und nun ist es auch so, dass jeder der Beteiligten eine Kopie auf seinem Rechner hat. Das heißt, sollte sich irgendjemand ranmachen, um irgendwas zu manipulieren, dann ist es für den erstens sehr aufwendig, rechenaufwendig, aber zweitens kann das jeder sehen, weil wir haben ja alle eine Kopie. Es ist totale Transparenz eigentlich hier da und die steigende Sicherheit. Es gibt noch ein paar andere Kinderkrankheiten an der Technologie, aber ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Die Grundidee, denke ich, schon faszinierend. Eigentlich hier. Ich habe vor 2 Monaten in Salzburg mit der Deutschen Bank und ich bin Mitglied da der Europäischen Akademie der Wissenschaften, ein Symposium organisiert und da standen diese Fragen im Mittelpunkt. Und abends so beim Glas Wein stand ich mit dem Direktor der Deutschen Bank in Salzburg zusammen und habe ihn gefragt, was halten Sie davon, weil ich das da so geschildert habe. Der sagte mir etwas sehr Interessantes. Der sagte, ja, übrigens bei den Banken können Sie es ja beobachten, jetzt schon, wie das Personal immer weiter zurückgezogen wird aus Kostengründen. Der sagte, ja, Sie haben recht, das wird für den Massenverkehr so kommen. Ja, aber ich habe diese Bank war nun tatsächlich auch unser Sponsor, die passt insofern auch, weil sie es ja mit Großkunden zu tun hat. Der meinte also, mein Job, ich habe es vor allen Dingen jetzt mit wirklich Großkunden, Großunternehmen zu tun, die ich also bei den Kapitalgeschäften berate. Das wird auf lange Sicht bleiben. Aber der Massenverkehr, du und ich, hätte ich bald gesagt, wir werden tatsächlich, so ähnlich wie beim Online-Banking, auf diese Algorithmenwelt verwiesen werden. Und nun kommt das Spannende. Banken ist nur ein Beispiel. Sie können sich jede Art von menschlicher Institution vorstellen. Nehmen wir Immobilien, Katasteramt, ja, auch eine menschliche Institution. Da liegen die Dokumente. Das lässt sich im Prinzip genauso regulieren. Das heißt, an die Stelle der zwischengeschalteten intermediären Institutionen, sagen die Soziologen, treten jetzt hier Algorithmen. Und das können Sie weiter spinnen. Das ist natürlich eine Frage auch von vielleicht Jahrzehnten. Aber übertragen Sie das mal auf die Politik. Ja? Werden wir bestimmte politische Institutionen haben? Vielleicht Finanzämter, was weiß man. Ja? Das könnte man jetzt also immer weiter treiben. Das heißt, diese Art von Technologie, und das sind wirklich auch ernsthafte Fragen. Diese Art von Technologie, die heute absehbar ist, könnte zu einer wirklich mittellangfristigen Veränderung auch unserer politischen Systeme führen. Das sind wirklich spannende Fragen. Das ist kein Science Fiction. Denn das sind Technologien, die sich schon heute abzeichnen. Und darüber muss man wirklich diskutieren und ernsthaft nachdenken, wie weit wollen wir das treiben, wie weit ist das vernünftig und vor allen Dingen, wo sind die Schwachstellen dieser Technologie, damit man das, nobody, vor allen Dingen Technologie ist perfect, damit man das auch frühzeitig erkennt. Also nochmal Technikgestaltung, gerade hier auch. Hier auf der meiner rechten Seite. Guten Abend, Nina Kämpfe ist mein Name. Ich komme jetzt zum Thema Bildung. Es ist eigentlich ein Appell an Sie, vielleicht auch, oder ich hoffe gleich auch auf eine Zusage. Ich war gestern im Haus der Bayerischen Wirtschaft. Es wird ganz viel diskutiert über die Digitalisierung der Schulen.
Es soll jetzt unglaublich investiert werden. Alle sprechen tapfer und ergriffen von der digitalen Revolution. Wenn man aber unmittelbar damit befasst ist, weil man eben Kinder in dem Alter hat und im Elternbeirat tätig ist, dann spürt man sehr wohl, dass die Menschen an den Schulen teilweise noch gar nicht so weit sind. Und das sind die Lehrer. Und meine große Befürchtung ist jetzt, dass wir erschrocken und ängstlich um den digitalen Wettbewerb oder den internationalen Wettbewerb ganz schnell die Schulen technisch ausgestalten, noch gar nicht die Möglichkeit haben, das auch so zu nutzen, wie es genutzt werden sollte. Und vielleicht auch gar nicht bedenken, und da fand ich diesen Aspekt sehr wichtig, dass man bei allen Innovationen auch die Auswirkungen mitbedenken sollte, noch gar nicht genau wissen, welche Auswirkungen das auf die Kinder und die Jugendlichen hat. Sie sind jetzt schon von morgens bis abends mit Technik befasst und umgeben, mehr oder weniger sinnvoll. Und ich hoffe sehr, dass Fachleute wie Sie, Herr Professor Mainzer, auch die Akademie der Muße, sich beratend in den Vordergrund stellen beziehungsweise auch kritisch äußern, dass man wirklich bedenken muss, dass man das Ganze professionell gestalten muss und dass man auch vor allen Dingen den verantwortungsbewussten Umgang mit diesen digitalen Medien vermitteln muss, bevor man alle sich damit befassen lässt. Vielen Dank. Also wir haben zu danken. Das ist wirklich ein zentraler Punkt und spricht mir buchstäblich aus der Seele, denn das Thema Bildung im Zeitalter der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz, das ist mir vor allen Dingen auch, wenn man selber Familie hat und Kinder, das ist mir wirklich ein zentrales Anliegen. Aber ich will mit etwas ganz Konkretem anfangen, dass Sie ganz am Anfang fast so in einem Nebensatz erwähnt haben, sind die Lehrer darauf vorbereitet. Es ist einfach so, unsere Kinder sind häufig weiter als die Lehrer, weil die Digitalisierung ist tatsächlich auch eine Generationenfrage. Und es gibt die Digital Natives, und da nehme ich mich keineswegs aus. Ich meine, ich bin ja jetzt schon ein älteres Semester, aber ich habe die Sache natürlich theoretisch, das behaupte ich mal, habe ich die Sache im Griff. Nur ich beobachte, habe das an meinen Kindern schon beobachtet. Die beiden Ältesten werden jetzt Ingenieure, der eine, der Sohn ist Ingenieur, Elektroingenieur, Master gerade gemacht, und die Tochter, die macht also Luft- und Raumfahrt. Aber unsere Dritte, unsere Jüngste, die ist also von ganz anderem Couleur. Die wird mal irgendwas Human-Geisteswissenschaftliches, das ist so meine Schätzung, das ist ja noch auf der Schule, machen. Nur, ich erwähne das deshalb, bei ihr beobachte ich auch schon, obwohl sie immer sich gegen die älteren Geschwister, die so technikaffin sind, immer abgrenzt, bewusst, wenn ich sie beobachte als Digital Native, ja, da ist sie manchmal sogar geschickter als ihre beiden älteren Geschwister. Also das scheint mir ganz charakteristisch zu sein. Und deshalb ist das jetzt auch kein Blaming von Lehrern, sondern es ist einfach eine Generationenfrage. Da steht der Lehrer da, ich habe das bei meinem Sohn erlebt, der immer über ihn in Informatikunterricht gemeckert hat. Und ich war ganz entsetzt. Ich denke, was kann man denn da machen? Und der Mann ist überhaupt nicht zu motivieren. Was will der mal später machen? Später hat er sowas studiert. Und trotzdem hat er damals im Grunde gespürt, diese Lehrer, die sind eigentlich völlig vom anderen Stern. Die wissen gar nicht, was hier abläuft. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der ganz wichtig ist, das ist die Frage, wie setzen wir diese Digitalisierung heute an den Schulen um? Und da gibt es natürlich Interessenverbände, die sagen, also erstmal müssen die Kinder alle und die Schulen mit Geräten ausgestattet werden. Das ist auch richtig. Ich habe bei meinen älteren Kindern noch erlebt, da gab es sowas wie einen PC-Raum. Und ein Lehrer hatte den Schlüssel für den PC-Raum. Ich meine, PC, das ist zwar interessant, aber was hat man heute? Heute hat man Tablets, heute hat man Smartphones. Und wenn ich dann höre, dass sowas an Schulen verboten ist, das ist völlig neben der Realität. Das heißt, wenn ich Kinder ausbilden will in der digitalen Welt, dann muss ich sie über die Werkzeuge ausbilden, die jeder heutzutage hat.
Ja, das gehört in die Schulen rein und den PC, den können wir mal im PC-Raum, den können wir mal erst vergessen. Dann wird immer gesagt, okay, alle Kinder sollen eine Programmiersprache lernen. Jetzt ist das im Prinzip richtig. Ich bin auch, das habe ich schon vor vielen Jahren gepredigt, und zwar gegen die Philologenverbände, die noch die dritte und vierte Fremdsprache reindrücken wollen, dass es wesentlicher wäre, vielleicht sogar auf eine Fremdsprache zu verzichten. Wir haben die Übersetzungsinstrumente heute aus praktischen Gründen und es würde reichen heute, dass wir nicht alle möglichen Sprachen sprechen, sondern einfach mal an einer Sprache, natürlichen Sprache, gelernt haben, den Reichtum, auch die Literatur und so weiter, die Kultur, die damit verbunden ist. Und ebenso brauchen wir auch eine Programmiersprache und diese Programmiersprache ist auch nur exemplarisch. Denn in dem Moment bei der starken Entwicklung, wo diejenigen, die darin ausgebildet wurden, damit zur Anwendung kommen, gibt es schon wieder neue. Aber dass man ein Grundverständnis hat, wie sowas funktioniert und was auch Programmierung eigentlich bedeutet. Das sind so einfach Grundverständnisse, die an der Schule vermittelt werden müssen. Soweit okay. Nur, wir sollten uns dafür hüten, jetzt noch ein neues Fach oder unsere ganze Hoffnung auf ein neues Fach zu setzen, das an der Schule verpflichtend eingeführt wird, um dort diese Programmiersprache zu lehren, spricht nämlich Informatik. Mein Horror wäre, ich meine, ich war immer, das haben Sie auch gemerkt und hängt mit meinem Studium ja auch zusammen, ich war immer äußerst matheaffin. Ja, also mir hat es einfach Spaß gemacht. Und so gibt es ja auch einige von dieser Sorte, auch heute auf der Schule. Ich weiß aber auch, und ich habe es auch bei wenigstens einem meiner Kinder erlebt, dass genau dieses Fach, oh Schreck für mich, ein Schreckfach war. Ja. Ja? Und wo ich immer gesagt habe, man muss das ganz anders anstellen, aber ich habe gemerkt, dass es da auch einfach in den Begabungen, in den Veranlagungen, kann man sich noch so anstrengen. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt kommt so ein Fach daher, noch sowas, ja, und diejenigen werden also verprellt eigentlich dafür und denken, wie komme ich dem aus dem Wege? Ich will auf Folgendes hinaus. Informatikfach an der Schule ist richtig, weil es wesentlich ist und man muss sich überlegen, was man an anderen Dingen rausräumt. Das gehört einfach heute dazu, gar keine Frage. Aber dieses Digitalisierungsthema ist nicht nur in einem Fach konzentriert. Heute haben wir in der sechsten Stunde Digitalisierung und sonst machen wir irgendwas anderes. Digitalisierung ist unser Leben. Das heißt, Digitalisierung, das Thema, gehört auch in den Sozialkundeunterricht hinein. Es gehört sogar in den Geschichtsunterricht hinein. Ja, aber dann aus der Perspektive heraus. Ich will Ihnen das an einem Beispiel deutlich machen, wie das sich schon widerspiegelt an den Universitäten. Wir haben an der TU München im letzten Jahr die Hochschule für Politik integriert, als School of Governance. Das zentrale Thema einer ursprünglichen Hochschule für Politik ist das Thema der Digitalisierung. Wie sieht das aus? Natürlich haben wir Informatik als Fakultät. Wir haben aber auch Lehrstühle, zwei an der Zahl, in dieser School of Governance, die sich im Grunde mit Politik und Fragen der Regierbarkeit beschäftigt. Zwei Lehrstühle, die sich mit dem Thema Big Data auseinandersetzen. Ganz zentral heute für die Digitalisierung. Der eine ist ein Informatiker, der schaut also von der Informatik auf die gesellschaftlichen Konsequenzen. Der andere ist ein Politologe, der schaut als Politologe auf die Technik, welche Auswirkungen hat das in der Gesellschaft. Beide arbeiten aufeinander zu. Sowas muss wiedergespiegelt werden in der Schule. Das heißt, im Sozialkundeunterricht, da bin ich jetzt wieder dabei, muss das Digitalisierungsthema auch ein Thema sein. Das Thema, jetzt zeige ich auf Sie nochmal, ich weiß nicht, wie weit Sie sich noch hier angesprochen fühlen, aber das Thema des Religionsunterrichts, ja, der Ethikunterricht, da gehört das Thema zentral rein. Ja? Und zwar nicht so mit spitzen Finger betrachtet, sondern in Abstimmung mit dem Sozialkundelehrer, mit dem Informatiklehrer und so weiter. Die Lehrpläne müssen aufeinander abgestimmt sein.
Zu welchem Zeitpunkt nehmen wir dieses Thema durch? Und dann gucken wir vom Sozialkundeunterricht, da gucken wir von der Informatik, ja, wir gucken vielleicht auch vom Sprachunterricht darauf, weil die linguistischen Algorithmen heute in der Übersetzungstechnik eine große Rolle spielen. So stelle ich mir den Schulunterricht vor. Und dann wird ein runder Schuh daraus. Dann sind auch diejenigen, die vielleicht ihre Stärken gerade im politischen Unterricht haben, die ihre Stärken in der Sprache haben, mit ihrer jeweiligen natürlichen Begabung, sind also integriert in diesem Thema. Und dann wird ein Schuh daraus, auch für die weitere Entwicklung. Deshalb wäre es ein großer Fehler, das Ganze mit der Digitalisierung auf nur Technikausstattung und nur einfach, dass unbedingt eingeführt wird, noch zusätzlich, wie Sie mit Recht kritisiert haben, das wäre also total daneben, sondern auch hier Integration dieses Themas in den Gesamtschulunterricht. Vorletzte Frage. Professor Mainzer, ich bin ein sehr großer Anhänger und Freund von Ihrem Lösungsansatz, den Sie vorgestellt haben hinsichtlich der möglicherweise drohenden Arbeitslosigkeit. Ich habe allerdings ein kleines mathematisches Problem damit und ich wäre auch sehr dankbar, wenn Sie das ausräumen könnten. Und zwar sehe ich das folgendermaßen, dass in den meisten Berufen zumindest ein Teil der Arbeit, sind es 30% oder 50%, in einer gewissen nahen Zukunft von solchen Lernalgorithmen erledigt werden kann. Und auch wenn dann immer ein Teil verbleibt, den der Mensch machen muss, so spare ich mir dann trotzdem auf einer größeren Ebene, auf einer großen Firma, einem Konzern, diesen Prozentsatz an Arbeitskräften. Und wenn ich mir jetzt nur mal Lkw-Fahrer überlege, ein sehr großer Berufsstand, der kann vielleicht sogar zu einem noch viel höheren Prozentsatz automatisiert werden. Und wenn man sich dann im Vergleich anschaut, dass wir ein Wirtschaftswachstum haben, vielleicht von mal 2% im Jahr, dann sehe ich einfach, dass dieser Automatisierungslauf, der überholt einfach jegliches Wachstum besonders stark und der wird ja auch nicht weniger werden, sondern die Technologie wird ja nur besser. Insofern sehe ich auch, wenn Leute sich da anpassen und die digitalen Immigranten sich integrieren, kein großes Potenzial, das wirklich aufzufangen, es sei denn, wir schaffen es, aus diesen Nullsummenspielen rauszukommen und diese Lernalgorithmen nur dort einzusetzen oder vielleicht vermehrt dort einzusetzen, wo am Ende auch mehr rauskommt, der Mensch also nicht nur ersetzt wird, sondern eigentlich insgesamt für alle mehr bleibt. Also ich denke, die Antwort hier kann man auch ablesen aus der Erfahrung der bisherigen Wirtschafts- und Industrieentwicklung. Es wird zu Verlagerungen kommen. Da, wo im Moment noch der Antriebsmotor ist, nehmen wir mal die Automobilindustrie, und ich habe das eben mit dem Verbrennungsmotor ja deutlich gemacht. Da wird in absehbarer Zeit auch Zulieferungsindustrie abgebaut. Das ist völlig klar. Aber wir wissen aus der Entwicklung, aus der Wirtschaftsentwicklung auch, dass sich auch die Prozesse verlagert haben. Also nehmen Sie den ganzen Bereich, der heute total unterbezahlt ist, den Pflegebereich. Nehmen Sie den Erziehungsbereich, also so Berufe wie Erzieher oder Erzieherin. Das sind nur Beispiele, das werden Sie auf lange Sicht nicht ersetzen können durch diese Technologie. Das heißt, man muss die Gesellschaft darauf vorbereiten, auch in den Belohnungssystemen. Bisher wird ja stark belohnt, einfach durch die Gehälter, wenn Sie dort im Industriebereich, Metallindustrie und so weiter, tätig sind. Aber das sind nicht Fragen, die sich schon morgen und übermorgen stellen. Das sind sehr langfristige Prozesse. Aber Sie haben völlig recht, es wird so in den nächsten 10, 20 Jahren wird es zu Umschichtungen kommen. Und das muss in den Belohnungssystemen, sprich auch in den Gehältern, muss sich das widerspiegeln, dass man Anreize frühzeitig schafft, Menschen
dort rüber zu schichten. Ich meine, wir haben das Ganze beim Bergbau. Ja? Bergbau war in meiner Jugend noch und meiner Kindheit, das waren ja die Motoren. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Ja, Menschen, die dort also tätig waren, über Generationen. Und das schien sicher zu sein. Und dann kommt der Bruch. Und da ist es leider so gewesen, dass man das nicht durch Technikgestaltung frühzeitig gemacht hat, sondern im Gegenteil künstlich dann, Sie wissen ja von den Belastungen auch der Industrie und dass die Parteien, die dieser Klientel besonders stark waren, sich dann einsetzen dafür, was ja auch verständlich ist. Aber ich glaube, da hat man nicht rechtzeitig eigentlich geschaltet. Die Politik hat auch nicht den Mut gehabt, höchstwahrscheinlich, das anzusprechen, um ihre Klientel zu verlieren. Das heißt, in der Gesellschaft müssen dann frühzeitig auch diese Umschichtungsprozesse jetzt im Ausbildungs- und Bildungsbereich eingeleitet werden. Und wenn das so ist, und ich bezweifle das nicht, wie Sie auch geschildert haben, das sind auch meine Erkenntnisse, dann muss sich von Seiten der Politik, von Seiten der Bildung und der Ausbildung auch darauf vorbereitet werden. Und insbesondere das Belohnungssystem. Ja? Ich kann nur noch mal sagen, das werden die Berufe der Zukunft sein. Die Berufe der Zukunft werden sein Therapeuten. Natürlich ein Beispiel. Das werden Erzieherinnen und Erzieher sein. Ja, und der ganze Therapiebereich, also der ganze medizinische Sektor, da gibt es natürlich auf der einen Seite die Robotik, die dann in bestimmten Operationen heute auch schon eingesetzt wird, die ganze Technologie. Aber dieser auch der psychologische Prozess der Betreuung der Menschen wird immer gravierender. Wir leben im Zeitalter des demografischen Wandels. Die Menschen werden immer älter. Natürlich können wir mit Technologie vieles machen, auch die Infrastrukturen gestalten. Aber am Ende werden wir großen Wert darauf legen, dass wir den menschlichen Kontakt haben. Und dazu bedarf es auch der Bildung und der Ausbildung. Nur das ist heute total unterbezahlt und es bestehen keine Anreize und die halbwegs Intelligenten gehen natürlich woanders hin. Ja, also die Anreizsysteme müssen dann auch umgeschichtet werden. Ich kann nur noch mal sagen, Technikgestaltung, Bildung ist auch hier entscheidend gefragt. Ja, die Person, die sich noch gemeldet hatte, hat zurückgezogen. Ich habe aber irgendwie das Bedürfnis, noch eine letzte Frage zu stellen. Das Thema Technikgestaltung finde ich wahnsinnig spannend. Dieser Begriff war mir in dieser Form nicht bekannt. Aber wie kriegen wir da noch irgendwie eine Synthese hin heute Abend, die sich mir erschließt? Wir haben implizit auch von Menschenbildern gesprochen heute Abend. Sie haben ein spannendes Beispiel Nuklearindustrie angesprochen, wo wahrscheinlich zu spät die Entscheidung gefallen ist, sich davon langfristig zu verabschieden, zumindest auf diesem Kontinent vielleicht, weiß man auch noch nicht genau. Wo ich hin will, ist die Frage, was würden Sie als Philosoph und technikaffiner Mensch, der den uns Menschen empfehlen, welche Kernkompetenzen, das wäre so mein Begriff für Technikgestaltung auf einer konkreteren Ebene, müssten wir eigentlich als exklusiv human definieren, um sie dann eben auszuschließen von einer Technologisierung, also Umsetzung in Algorithmen oder was auch immer das heißen mag. Also sprich, wie unterscheiden wir uns als organische Lebewesen, und da schließe ich jetzt auch alle Tiere und so weiter mit ein, langfristig von den Algorithmen, weil die brauchen uns nicht auf diesem Planeten. Die können auch auf andere Planeten umsiedeln. Das können wir nicht. Also ich erinnere mich an Stephen Hawking, der irgendwann mal gesagt hat, vor gar nicht langer Zeit, in 100 Jahren müssen wir umziehen, spätestens. Aber das können halt nur ein ganz kleiner Bruchteil sein, wenn überhaupt. Sprich, welche Kompetenzen dürfen wir eben nicht technologisch abgeben, teilen, delegieren? Also um gleich den Stephen Hawkings dort, ich will nicht sagen zu erledigen, aber um diesen Punkt zu erledigen, und dann komme ich zu Ihrer Frage. Ich halte überhaupt nichts davon, von dieser Propaganda. Der Planet wird sowieso runtergewirtschaftet und dann müssen wir sehen, wie wir hier runterkommen.
Wir haben nur diese eine Alternative. Also alles andere halte ich für Science Fiction und völlig illusorisch. Und der Stephen Hawking hätte sich da mal zurückhalten sollen. Das ist natürlich ein Kosmologe und der träumt da von den fernen Welten. Und das kann ich ja auch verstehen. Und ein bisschen hat er sich auch darüber vielleicht geärgert, dass die KI jetzt dem Kosmologie-Thema, früher war also das mit den Galaxien so sexy mit den Bildern und jetzt redet sowieso nur noch alles von KI und deshalb wollte er nochmal die Kosmologie ins Spiel bringen. Also das ist nicht die Alternative, sondern die Alternative ist auch hier Technikgestaltung, diesen Planeten so zu gestalten und wir haben noch alle Chancen. Ist ja nicht so, als wenn die Züge abgefahren wären, das zu tun. Und darum sollten wir uns wirklich bemühen, auch bei den Klimaabkommen ganz konkrete Fragen. Also so viel zu Stephen Hawking. Jetzt ging es darum, die menschliche Kompetenz. Und da sehe ich eine zentrale Folgerung. Und die ist auch in gewisser Weise alt. Die haben schon einige große Philosophen gestellt. Und das ist Urteilsfähigkeit. Diese Algorithmen sind Dienstleistungswerkzeuge. Sie haben ebenso schön diese Technikentwicklung geschildert von den Werkzeugen. Es ist in der Tat so, wir haben nicht nur über die Technikgeschichte diese riesigen Kraftmaschinen heute bis zur Atomkraft oder der Hochenergieleistungsmaschine in CERN, wo wir also die Energie des Uruniversums quasi nachmachen können, sondern wir haben ebenso Hochleistungsmaschinen mittlerweile des Denkens, wovon Leibniz und andere zu Beginn der Neuzeit geträumt haben. Nur der Witz an der Sache ist, letztendlich sind diese gewaltigen Maschinen, diese Denkmaschinen und die Energiemaschinen, sollten Dienstleistungssysteme sein. Letztendlich, wie heißt es im Griechischen, Technei. Das sind Werkzeuge oder wir sagen heute Dienstleistung. Auch diese Denkmaschinen. Ja? Aber am Ende, und das muss das Ziel sein, auch von Technikgestaltung, stehen wir mit unserer Urteilskraft. Ich will das mal einem ganz einfachen Beispiel plastisch erläutern, und zwar aus der Medizin. Kein Spezialist für Diabetes beispielsweise ist heute in der Lage, alles Fachwissen zu lesen, alle Artikel, würde heute anfangen und bis zu seinem Tod nur lesen, dann hätte er das, was bis heute da ist, noch nicht mal erfasst. Das heißt, dafür brauchen wir heute in der Medizin Algorithmen, Suchalgorithmen, und zwar intelligente, die auf Vorgabe von bestimmten Symptomen uns dieses Wissen heranziehen. Und dann gibt es Alternativen dazu. Und am Ende steht der Mediziner und der muss letztendlich entscheiden, was dort eigentlich was eigentlich jetzt anzuwenden ist. Es könnte so sein, nehmen Sie ein anderes medizinisches Beispiel, einen Krebs wie zum Beispiel Prostatakrebs, was die älteren Herren ja bekanntlich heimsuchen kann. Und dann können Sie eine solche intelligente Suchmaschine ransetzen mit den Symptomen und diese Maschine empfiehlt also dem behandelnden Urologen, hier ist Operation angesagt. Der Urologe schaut sich aber jetzt die weichen Daten an, die vielleicht gar nicht quantifiziert sind. Der sieht, der Patient ist, nehmen wir mal den Fall, 82 Jahre alt. Der sieht eine Lebenserwartung von vielleicht noch, wenn es hochkommt, jetzt 10 Jahre, schätzt er so ein. Und dann sagt er, wie lange wird der Krebs und Prostata, wissen Sie, entwickelt sich in dem Alter eher langsam. Und jetzt kommen so Fragen wie der Lebensqualität, diese weichen Faktoren. Und dann sagt der Mediziner aus seiner Kompetenz heraus, wir machen nicht die Operation. Obwohl das vom Algorithmus aus vernünftigen medizinischen Gründen so vorgeschlagen ist. Das wäre ein Beispiel für Urteilskraft. Dasselbe könnte ich jetzt auf den juristischen Fall übertragen. Ich war im letzten Jahr eingeladen in Weimar, da ist immer alle 3 Jahre der Tag der deutschen Richter und Staatsanwälte.
Und die wollten natürlich auch wissen, werden Richter und Staatsanwälte am Ende durch Algorithmen ersetzt. Natürlich wird es so sein, schauen sich unsere armen Staatsanwälte an, die haben ja häufig Klagen, weil sie nicht den Verfahren nachkommen könnten. Wir hatten das konkrete Beispiel nach diesem Turbado in Hamburg, dass die Hamburger Gerichte überhaupt nicht mehr mitkamen mit all diesen vielen Fällen, die da abgearbeitet werden müssen. Da ist natürlich vernünftig, dazu auch Algorithmen einzusetzen, die sozusagen die Zuarbeit machen, die Informationen liefern. Nur am Ende sollte der menschliche Richter stehen, sollte auch der Anwalt in seiner menschlichen Beratung stehen mit seiner Erfahrung und seiner Urteilskraft. Also ich bin am Ende nochmal da, Dienstleistung und die menschliche Urteilskraft, die menschliche Kompetenz, die ist am Ende entscheidend. Und alle Ausbildung, auch in den entsprechenden Fächern, sollte genau da hinlaufen. Ja. Mir würden jetzt noch ein paar Gegenbeispiele einfallen, aber die spare ich mir, weil Sie so brav waren, und verschiebe das auf den informellen Teil des Abends, der sich anschließt. Also Sie dürfen gerne noch sitzen bleiben und ein Gläschen Wein trinken. Ich will, bevor der große Abschiedsapplaus für die Herren auf dem Podium erklingt, zwei Veranstaltungshinweise noch anbringen dürfen. Und zwar geht es im Endeffekt nahtlos weiter. Die Demokratie wird vielleicht sich auch verändern in Institutionen wie Katasterämter oder sonstiges, weiter digitalisiert werden, automatisiert werden, Blockchain. Und genau darüber wollen wir mit Ihnen diskutieren am 20.06. mit 12 proeuropäischen Netzwerkpartnern, und es wird die European Convention stattfinden hier zum 4. Mal in diesem Raum. Wir waren beim letzten Mal 160 Personen und haben mit Moderation das Input von uns mündigen Bürgern eingesammelt, und in drei ganz konkreten Beispielen wurden diese Ideen, die da bottom-up entstanden sind, sogar schon in Wahlprogramme umgesetzt, die gerade im Entstehen sind für die Landtagswahl oder eben auch schon für die Europawahl. Also, wenn Sie eine Idee haben, die Sie immer schon mal loswerden wollten, kommen Sie am 20. und teilen Sie mit, wird alles dokumentiert und an die Politik nach oben kommuniziert. Zweiter und letzter Hinweis, den Sie natürlich auch ausführlich in unserem Kulturprogramm finden, ist der 29.06., wo ich ganz stolz drauf bin. Ich löse ein Versprechen ein, das ich am 11.09. im Rahmen unserer Ethikkonferenz Beyond Good getan habe. Damals konnte Gerd Müller, unser Bundesentwicklungshilfeminister, nicht, weil er in Verhandlungen war, der ein oder andere ist hier heute Abend da, der auch bei der Ethikkonferenz war, hat um sein Ministerium gekämpft. Er hat mir persönlich gesagt, wenn ich jetzt nicht in Berlin bin, dann nehmen die mir das Ministerium und vielleicht gibt es es dann gar nicht mehr. Herr May, das können Sie nicht wollen, als ethikaffiner Mensch, ich komme nicht, wir sagen das ab, aber wir holen es nach. 29.06. ist der Termin, er wird mit Christian Ude über das Thema unfair, über gerechtere Modelle der Migration sprechen. Ude und Müller haben jeweils Bücher geschrieben, die ihrem jeweiligen politischen Lager eher nicht zuzuordnen sind. Und Gerd Müller hat sich explizit gewünscht, mit Christian Ude zu sprechen. Und diesen Wunsch lösen wir eben ein am 29.06. Und die ethische Dimension, die hinter allen Fragestellungen, die wir heute gehabt haben, steht, wird da ganz konkret auf das Thema Migration angewendet werden. Ja, und jetzt langweile ich Sie nicht mehr länger. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, hohe Konzentration, die ich gespürt habe. Und bedanke mich für den unglaublich dichten Input, den wir heute Abend bekommen haben. Tausend Dank den drei Herren.